Herzlich willkommen und schönen guten Abend in der Stadtbibliothek Magdeburg. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich zu unserer heutigen Autorenlesung und der Diskussion erschienen sind. Sie wissen ja, Bücher eröffnen Welten und bei uns werden zurzeit gerade mindestens zwei Territorien erschlossen. Das eine ist das Leseland DDR. Und das andere, das sehen Sie hier in der Ausstellung im ganzen Haus, noch bis Ende Februar. Und das andere ist das Lobbyland BRD. Ist natürlich die Frage, ob die DDR auch gerne ein Lobbyland gewesen wäre, aber das lassen wir heute mal außen vor. Politikverdrossenheit hat man früher gesagt, mittlerweile ist ja die Distanz zur parlamentarischen Demokratie noch viel größer geworden und ich hätte mich natürlich auch gefreut, wenn viele von denen, die montags hier auf die Straße gehen, heute auch da sind, denn wir verhandeln ja ein Thema, was so ein Klassiker ist bei den Vorwürfen gegen die gemeine Politik. Vielleicht ist das aber auch so, das werden wir ja nachher sehen in der Diskussion. Ich darf mich ganz herzlich bedanken beim offenen Kanal Magdeburg, die heute für uns als Geste langjähriger Partnerschaft diese Lesung, diese Veranstaltung aufzeichnen. Sie können es also auch nachher noch mal sehen im offenen Kanal und auch auf YouTube. Und auch die, die es heute nicht geschafft haben, haben dann noch mal Gelegenheit. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Ich fange von hinten an heute bei der Buchhandlung Koppenrath und Böser. Frau Strebe ist heute hier und wird Ihnen wie immer hinterher auch ein Exemplar zum Kauf anbieten können, das Sie sich dann natürlich auch signieren lassen. Ansonsten werden wir das Buch natürlich auch eine Ausleihe haben. Dann aber ist auch an allererster Stelle zu nennen die Rosa-Luxemburg-Stiftung, mit der wir heute ein weiteres Mal kooperieren. Wir sind sehr froh, auch so ein gesellschaftspolitisches Thema dank der Stiftung hier ins Programm bringen zu können. Und für die Rosa-Luxemburg-Stiftung moderiert nämlich heute Abend auch Dennis Janak die Veranstaltung. Im Anschluss haben Sie wie immer nochmal Gelegenheit zur Diskussion und zu Fragen. Und ich weise jetzt schon darauf hin, aber das ist ja offensichtlich, Sie werden gefilmt und fotografiert von hinten. Wir machen das nicht offensiv. Wenn nachher in der Diskussion jemand nicht frontal fotografiert oder gefilmt werden möchte, dann soll er einfach nach vorne kommen und wir stellen die Frage von hier. Wir werden uns dann darauf einrichten. Jetzt aber darf ich mit Ihnen ganz herzlich begrüßen Marco Bülow. Vielen Dank, Mike Hattenhorst von der Stadtbibliothek Magdeburg. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen auch von mir nochmal. Ich freue mich, dass so viele auch erschienen sind, hierher gekommen sind, den Weg am späten Abend. Es ist ja, wir diskutieren bei Veranstaltungsplanung immer über Uhrzeiten. Was ist besser für Jung, für Alt, für arbeitende Bevölkerung? 19.30 Uhr ist, denke ich, auch noch eine gute Zeit. Und ja, ich freue mich, dass so viele den Weg hierher gefunden haben. Wir haben an meiner Seite Marco Bülow. Marco Bülow ist Jahrgang 1971. Ein paar Jahre älter als ich, aber nicht ganz so viel älter, haben wir gerade festgestellt. Er saß von 2002 bis 2021 im Deutschen Bundestag, anfänglich für die SPD und wechselte 2018 von der SPD in die Partei Die Partei. War zu sagen, sozusagen der erste Bundestagsabgeordnete der Partei Die Partei, was auch bundesweit, glaube ich, zu Schlagzeilen geführt hat. Also medial ist da einiges rübergekommen. Marco Bülow ist aufgewachsen im schönen Ruhrgebiet in der Stadt Dortmund. Wer das Ruhrgebiet kennt, also geprägt sozialdemokratisches, geprägtes Ruhrgebiet, sozusagen, man könnte fast sagen Kind der Arbeiterklasse, obwohl es nicht ganz so ist, hat er vor mir zu mir gesagt. Genau, und Marco profitierte von den sozialdemokratischen Bildungsreformen, die in den 70er, 80er Jahren in Westdeutschland stattfanden. Ich glaube, sonst hätte er den Weg zum Abitur gar nicht gefunden, beziehungsweise also zu höheren Abschlüssen. Genau, die Bildungsreform. Ja, wir haben da gerade darüber gesprochen und passenderweise habe ich auch eine Stelle im Buch, bevor ich vielleicht nochmal auf diese Bildungsreform eingehe. Also man kann schon sagen, Kind der Arbeiterklasse, nur das Typische war, dass man über die Eltern, die Großeltern zur Politik hingeführt wurde und dann war es meistens SPD und dann irgendwo Gewerkschaften. Das war so der klassische Weg. Das war bei mir nicht so. Ich habe dann später meine Eltern in die SPD geholt.
Die sind aber auch wieder mit ausgetreten. Das hat sich da auch erledigt. Aber vielleicht nochmal zu den Anfängen. Also ich bin in einem Brennpunktstadtteil auf einer Dortmunder Gesamtschule gegangen, habe so einiges mitbekommen vom Leben, auch fernab der Sonnenseite. Die meisten meiner späteren Kolleginnen, selbst in der SPD, werden wohlbehütet als Akademikerkinder groß. Dagegen habe ich eine für das Ruhrgebiet typische Biografie. Mein Großvater hat unter Tage und dann als Stahlarbeiter gearbeitet. Bei uns würde man Malochen sagen. Meine Eltern waren in der Pflege tätig. Ich bin derjenige, der von der Bildungsreform und den erpressten sozialen Zugeständnissen der 70er und 80er Jahre profitiert hat. So konnte ich mein Abi machen, durfte sogar studieren, auch wenn ich immer gejobbt habe. An der Uni kam ich zu den Jusos und dann zur SPD. Das auf jeden Fall alles vielleicht recht typisch. Unmöglich eigentlich aber, so jung in einem Wahlkreis aufgestellt zu werden, vor allem in einem, der für die Partei, also da für die SPD, als einer der sichersten galt. Zufälle, eine große Parteireform vor Ort, die Sehnsucht der Basis, mal was Neues auszuprobieren und meine Leidenschaft haben mir wohl die Chance ermöglicht. Vielleicht als Beispiel, mein Vorgänger von der SPD im Bundestag, der war damals länger im Bundestag, als ich alt war. Ich war Anfang 30 und der war 32 Jahre im Bundestag und das war nicht so ungewöhnlich in solchen Wahlkreisen. So wie in einigen Wahlkreisen der CSU das auch nicht so ist. Und auch deswegen haben wir eine bestimmte Altersstruktur im Parlament. Gerade so die sicheren Wahlkreise gehen auch heute immer noch eher an die schon irgendwie erstmal 30, 40 Jahre in der Partei was getan haben und dann so vielleicht mit 50 belohnt werden und dann auch ziemlich lange da verweilen. Genau. Du hast irgendwann den Weg in den Bundestag gefunden. Warum eigentlich? Also vor allem als junger Mensch, du wolltest was verändern. Ja, natürlich. Ich war beseelt davon. Ich bin eigentlich Umweltpolitiker und das war immer mein großes Ding. Ich wollte ganz lange Biologie studieren, bin auch ein Kind dann von Tschernobyl, habe mich dann so gefragt, als junger Mensch, wie die Erwachsenen so dumm sein können, so eine Technologie an den Start zu bringen, die so anfällig ist. Gibt es denn keine Alternativen? Und dann ging das los. Und ich hatte das Glück, ich bin halt auf eine Gesamtschule gegangen, die ein Gymnasium übernommen haben. Das heißt, wir haben schon in der 5., 6. Schülerarbeit gemacht. Und deswegen war das Politische bei mir irgendwie nicht mehr wegzudenken. Aber ich habe nie gedacht, dass ich irgendwie Profipolitiker werde. Es war immer so, dass ich eher gemeckert habe, geschimpft habe, was verändert haben wollten. Und dann kam aber irgendwann, ja, dann mach du doch mal. Und so ist das dann letztendlich passiert. Genau. Und dann warst du im Bundestag und irgendwann kam der Punkt, der sehr viel Enttäuschung mit sich brachte, also so ein Prozess auch. Und ab welchem Punkt war es absehbar, dass mit dieser SPD überhaupt keine Veränderung möglich ist? Ja, schon schleichend, aber es ging gleich eigentlich am Anfang schon sehr heftig los. Da würde ich irgendwie auch vorlesen, weil das, glaube ich, ganz gut passt. Ich müsste vorweg nochmal eine Szene nehmen. Ich werde insgesamt nicht so viel lesen, also keine Sorge, sondern mehr erzählen, aber ein paar Stellen vielleicht. Und es geht vielleicht los mit dem Anfang. Dem deutschen Volke steht auf einer Länge von 16 Metern in großen Lettern über dem Hauptstadtportal des Reichstagsgebäudes. Seit 1999 krönt den Bundestag eine große gläserne Kuppel, 3000 Quadratmeter Glas, ein Symbol für Transparenz und Offenheit. In der Kuppel stehend blickt die Bevölkerung ihren Abgeordneten symbolisch über die Schulter. Es gibt ein Gefühl von Nähe und Kontrolle. Direkt gegenüber das Kanzleramt und drumherum ein Bienenschwarm von Menschen. Die Politik ist mittendrin. Eine Illusion, viel Fassade und viel Schein. Es ist eine Glocke, eine abgeschottete Welt. Die Bevölkerung ist nur zu Besuch, so wie man eine entfernte Verwandte mal zum Kaffee einlädt. Der Widerspruch zwischen Darstellung und Handlung in der herrschenden Politik wächst. Einige der Regeln und Strukturen sind so absurd, dass es mich überrascht, wie der Schein der Normalität überhaupt so lange gewahrt werden konnte. Und dann sitze ich eben da, Bundestag. Im September 2002 werde ich von 57,8% der Wähler und Wählerinnen im Dortmunder Wahlkreis direkt in den Bundestag gewählt. Da stehe ich zum ersten Mal nicht nur vor, sondern auch im Hohen Haus. Schon mit Hochachtung. Gerade 30 Jahre alt geworden, bin ich einer der jüngsten Abgeordneten überhaupt.
zu der Zeit. Vor allem unter denen, die ihr Mandat direkt gewonnen haben. Ich bin zu sehr von mir überzeugt. Ich kann die Welt nun aus den Angeln heben. Rot-Grün hat eine Mehrheit und ich gehöre einer Regierungspartei an. Wir machen einen kleinen Sprung. Und ich war kurz im Bundestag, da kommen die Hartz-Gesetze. Und ich erlebe zum ersten Mal, wie Politik dann wirklich funktioniert. Jetzt ist natürlich auch das, zu dem Thema kommen wir ja nochmal, sehr stark Lobby geprägt, aber das war auch nochmal dann doch eine Neuerung, wie Politik von einzelnen Leuten bestimmt wird und Demokratie ausgehebelt wird. Und da hat Schröder eigentlich nicht als erster, aber doch als erster sehr stark und sehr heftig das sozusagen vollzogen, denn die Hartz-Kommission, darin war kein einzelner Abgeordneter. Keiner, der irgendwie legitimiert war, der gewählt worden ist, das zu tun. Das waren alles Expertinnen und Experten. Der einzige SPD-Politiker, der da irgendwie mit drin war, das war Harald Schartau aus dem Land. Natürlich hingen Clement und Konsorten da natürlich irgendwie mit drin, aber letztendlich haben das Leute bestimmt, die nie irgendwo sich zur Wahl stellen mussten. Und jetzt kommt aber das besonders Undemokratische und Schröder war dann ja einer der, ja eigentlich der, das, der Tür und Tor geöffnet hat. Merkel hat das dann aber auch teilweise weitergeführt, dass man eben Expertinnengruppen benennt und damit eigentlich die Parlamente ausschaltet. Und dann immer mit der Prämisse, es wird nichts verändert. Es wird 1:1, es ist alternativlos, das hat Merkel dann immer gesagt, es wird 1:1 so umgesetzt. Und wenn ihr das nicht tut, dann trete ich zurück und dann gibt es eine schwarz-gelbe Koalition. Dann ist es vorbei mit der Regierungsbeteiligung. Und damit natürlich immer ein Erpressungspotenzial offeriert. Zu der Zeit habe ich mich noch erpressen lassen, obwohl in der Fraktion, also es gab keinen Fachpolitiker, um es auch mal zu sagen, der SPD, der nicht dagegen gewesen wäre. Kein einzelner Fachpolitiker. Die wurden dann strafversetzt, insgesamt weggesetzt. Man hat sich darüber hinweggesetzt und die Schar der Widerständler wurde dann immer kleiner, so dass am Ende das dann zusammengebrochen ist. Und da habe ich dann gemerkt, wie irgendwie Politik funktioniert. Und es war eben nicht nach dem, wie ich mir das vorgestellt habe. Und vielleicht ein letztes Zitat zum Schluss, das mich sehr geprägt hat. Ich war dann enttäuscht, ich war desillusioniert, zum ersten Mal richtig und habe mich dann mit einer Kollegin unterhalten, die ich sehr geschätzt habe, die mich dann zur Seite genommen hat und das Zitat, Marco, ich weiß, wie du dich jetzt fühlst, aber einen ganz wichtigen Rat und meine Erkenntnis nach mehreren Legislaturperioden gebe ich dir jetzt mit. So läuft das Spiel hier. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du akzeptierst die Spielregeln, dann hast du vielleicht irgendwann mal die Chance, weiter oben mitzuspielen und kannst vielleicht das eine oder andere auch mal durchbringen. Oder du akzeptierst sie nicht, dann musst du das Spielfeld verlassen. Diese Aussage widerstrebte mir. Sie passte so gar nicht zu meinem Anspruch und meinen Vorstellungen von Demokratie. Aber mir dämmert die Politik hinter den schönen Reden der öffentlichen Show, der Fassade, jenseits der Theorie gerade, wie sie wirklich funktioniert. Diese Sätze prägten sich wie ein Stempel in meinem Hirn. Erst versuchte ich es mit Ironie zu nehmen, aber mein Trotz und mein Unbehagen sind zu groß und wachsen mit meinen weiteren Erfahrungen. Nein, es gibt eine dritte Möglichkeit. Die Spielregeln sind unfair und undemokratisch und sie müssen geändert werden. Ich schreibe dann noch später, dass Monopoly gegenüber dem, wie Politik gespielt wird, ein faires Spiel ist. Es wäre also, im Prinzip läuft es so ab, als wenn man Monopoly spielt, aber die Schlossallee, die Parkstraße sind längst verkauft und es stehen auch schon Häuser und Hotels drauf und du fängst vielleicht an und wenn du überhaupt so irgendwann mitspielst, wie gesagt, du spielst eigentlich erst am Nebenbrett, aber wenn du überhaupt irgendwann mitspielst, dann kriegst du die Badstraße und fängst an mit einer Verschuldung. So läuft eigentlich das gesellschaftliche Leben und im Endeffekt die Politik erst recht. Genau. Das Spielfeld verlassen, das ist ein guter Punkt. Also der Bundestag, also überhaupt parlamentarische Arbeit in Deutschland, ist sehr stark geprägt von Fraktionszwang. Schon seit vielen Jahren, eigentlich seit Beginn der Bundesrepublik, würde ich mal behaupten, nicht, dass Abgeordnete ihren Gewissen verpflichtet sind, sondern eher ihrer Fraktion und am Ende auch dem Spielfeld, auf dem sie spielen.
Welchen Einfluss übt dieser Fraktionszwang auch auf Diskussionskulturen, also innerhalb der Fraktion, aber auch innerhalb von Ausschüssen, innerhalb der Partei aus? Also es stimmt, es war schon immer so eine Prägung da, aber es hat sich nochmal stark verändert und es hat sich sogar in den 19 Jahren, wo ich im Bundestag war, nochmal sehr stark verändert. Also mir haben dann ältere Genossinnen und Genossen erzählt, dass sie das noch kannten unter Wehner und da war es halt so, da hat Wehner die Regierung antanzen lassen und die hat dann Vorschläge unterbreitet, aber sie musste sozusagen Wehner und die Fraktion um Erlaubnis fragen, ob sie das machen darf. Und das hat sich völlig umgekehrt. Heute ist es so, und ehrlich gesagt muss man sagen, es ist egal, in welcher Fraktion. Erst dachte ich ja zum Teil, es wäre nur bei mir so, also in der SPD, aber es ist in einer anderen Fraktion nicht anders. Wenn du in der Regierung sitzt, dann wird alles von der Regierung gelenkt. Dort werden die Gesetze gemacht. Ich habe das mal ausgerechnet für Legislaturperioden. Über 90% der Gesetze entstehen in den Ministerien. Über 90. Also das, was wir eigentlich als Gewaltenteilung haben, dem Bundestag, der ja normalerweise die Gesetze machen sollte, also es ist eigentlich der Gesetzgeber und die Regierung führt aus, das ist so nicht. Und von den 10%, die übrig bleiben, dann sind noch ein paar die Länder, wo noch Gesetze entstehen, das sind aber auch dann die Regierung der Länder, also der Bundesländer. Und dann ganz wenige von der Fraktion, Opposition gar nicht, wird alles abgelehnt. Es ist immer so, dass ein Oppositionsantrag, egal wie gut er ist, egal wie wichtig er ist, er wird abgelehnt. Ganz, in ganz verfahrenen Situationen nimmt man dann teilweise den gleichen Inhalt auf und beschließt ihn dann irgendwann selbst. Aber auch das passiert eben selten. Aber man beschließt nie Oppositionsanträge. Und so sollte ja Demokratie nicht laufen. Und was den Fraktionszwang angeht, der wird mittlerweile so hart geführt, dass du fast keine Chance hast, da rauszugehen. Weil wer das tut, wird gemobbt, wird rausgedrängt, kriegt keinen Listenplatz beim nächsten Mal mehr. Also ich hatte immer das Glück, dass ich einen Wahlkreis hatte, den ich gewinnen konnte und dass meine Basis bestimmt hat, dass ich wieder aufgestellt werde. Die Partei, die Fraktion hätte mich nie wieder irgendwo aufgestellt. Und die meisten haben aber diese Möglichkeit nicht. Und dann bist du ganz schnell außen vor, wenn du nicht funktionierst. Und das ist ein großes Problem, weil die Gewissensfreiheit gibt es so nicht mehr. Ich nenne mal eine nette Anekdote, noch gar nicht so lange her. Mein Team und ich saßen zusammen. Instagram kennen vielleicht einige, ist eben dieses Programm mit den, also diese App mit den Fotos, wo auch Texte und so weiter laufen. Und mein Team wollte mir jetzt zeigen, wie man Insta gut macht und hat dann einen grünen Abgeordneten genommen, der war ganz frisch im Parlament, war erst ein Jahr nach der Wahl und haben mir gezeigt, und da ging es um Video darum, es war um Organspende. Und es gibt ganz, ganz wenige Fragen, das sind die ich genannt habe, Sterbehilfe, Organ, also wenn es um hochmoralische Fragen geht, dann gibt die Fraktion das mal frei. Das passiert alle Jubeljahre mal. Und siehe da, das, was sie sonst immer sagen, wenn wir das nicht machen mit dem Fraktionszwang, dann gibt es Chaos, jeder stimmt, wie er will und dann gibt es keine Demokratie mehr. Aber genau da kann man sich mal angucken, gibt es spannende Debatten, es gibt fraktionsübergreifende Anträge, auf einmal stimmen da Leute zusammen, die niemals miteinander stimmen würden und am Ende gibt es einen Beschluss. Also siehe da, so kann Demokratie auch funktionieren. Und der hat das dann in dem Video ganz gut aufbereitet, worum es geht in der Frage und so, und sagt aber dann einen entscheidenden Satz. Und jetzt muss man sich, wie gesagt, auf der Zunge zergehen lassen. Ist bei den Grünen und der war sehr jung und der war frisch im Bundestag. Und er sagt dann, und heute kann ich mal so stimmen, wie ich möchte. Also normalerweise hätte man ihn anzeigen können, weil das ist sozusagen der ganz klare Bruch mit dem Grundgesetz und mit der Gewissensfreiheit, weil er soll und muss immer so stimmen, wie er das möchte. Und das darf er nicht mit seiner Fraktion ausmachen. Und das hat gezeigt, dass man so schnell in diesem Raster drin ist, in diesem politischen System dran ist, dass man da gar nicht mehr drüber nachdenkt, sondern dass das so normal ist. Heute ist er übrigens Minister in Baden-Württemberg und ich kann nicht unterscheiden, ob er in der CDU oder bei den Grünen ist, aber nur, dass man so am Rande noch erzählt. Aber das zeigt so, wie diese Maschinerie funktioniert. Und deswegen diese Hoffnungen, die jetzt auch viele hatten, jetzt kommen viele junge Grüne rein und viele Jusos rein und die werden das jetzt alles auseinandernehmen. Ich behaupte das Gegenteil.
die Jüngeren sind heute schlimmer als die Älteren. Die passen sich sofort an, was sicherlich damit zu tun hat, nicht alle, es gibt immer die Ausnahmen, aber es werden weniger Ausnahmen, was sicherlich damit zu tun hat, dass leider viele Junge nicht mehr in irgendwelche Parteien gehen, es recht nicht die, die was verändern wollen. Und dann bleiben meistens viel die Mitläufer und die Karrieristen übrig. Und die machen sozusagen, gehen nach Fraktionszwang. Als Mitläufer gehst du mit dem Fraktionszwang, weil es ist einfacher so zu leben. Und als Karrierist gehst du auch mit dem Fraktionszwang, sonst machst du keine Karriere. Und die vielleicht doch nochmal ein bisschen anders drauf sind, die gibt es fast nicht mehr. Und bei den Jüngeren leider noch weniger. Als ich das, also die letzten, wie Ströbele und so weiter, die sind fast nicht mehr im Parlament oder es sind nur noch einzelne Ausnahmen. Und das ist ein großes Problem, was wir haben. Deswegen müssen wir auch über die Parteiendemokratie, wir müssen über Nachwuchs, wir müssen über diese Dinge mit den ganzen Sachen, wo wir vielleicht gleich noch kommen, mit zu Profitlobbyismus und so weiter auch reden, weil ich habe diese Hoffnung nicht gehabt bei den Jungen, die ins Parlament kommen und bis jetzt haben sie auch nicht bewiesen, dass sie irgendwas anders machen. Sie bestimmen alles mit, was die Ampel vorgibt, egal wie sie vorher getönt haben. Bei Lützerath haben wir das jetzt gesehen, vorne bei der Demonstration dabei gegen die Schaufelbagger, aber im Parlament dafür gestimmt, dass die Polizei sozusagen das räumen darf und das RWE das Recht hat, das zu tun. Also das ist natürlich schon eine Doppelmoral und das nach einem Jahr Parlament hat früher zumindest ein bisschen länger gedauert. Genau, das Problem, also Lützerath, wo sich grüne Abgeordnete vorne hinstellten und tolle Instagram-Stories machten etc., das fielen ja sehr vielen auf. Also und auch bestimmt, Instagram können sie gut. Genau, genau. Und es ist ja wirklich ein Problem oder es ist weniger ein Problem, dass ja sehr viele junge Leute sich trotzdem engagieren, zwar nicht in Parteien, sondern außerhalb Parteien. Aber wie kann eine progressive Repolitisierung, also auch, dass junge Menschen nicht nur die Karriere machen wollen, sondern wirklich auch die was verändern wollen, wieder zu Parteien finden oder welche andere postdemokratische Vorstellungen gibt es, auch hier vielleicht jenseits von Parteien, um wirklich das politische System wieder zu beleben? Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir eine Art Postdemokratie leben. Als das Colin Crouch mal vorgebracht hat, das ist schon eine ganze Ecke her, da habe ich gesagt, okay, wir sind eher auf dem Weg. Aber ich befürchte, wir haben es schon längst erreicht. Das heißt, alles, die Fassade funktioniert, es gibt Wahlen, es gibt eine Proforma-Gewaltenteilung, habe ich aber gerade schon was zu gesagt, ne? Die funktioniert auch nicht so wirklich. Es gibt Parteien natürlich und es gibt die Möglichkeit, sich in Parteien zu engagieren und Mandate zu kriegen und was zu verändern. Die Möglichkeit gibt es alles. Der Bundestag kann sich auch dagegen wehren, dass er im Prinzip entmachtet wird, tut er aber eben nicht. Und deswegen haben wir so eine Art faktische Postdemokratie, vor allen Dingen, weil wir im Endeffekt wirklich gesteuert werden bei den Entscheidungen von einzelnen Profitinteressen und damit eben auch von Lobbyisten, die viel mehr zu sagen haben und viel mehr das mitbestimmen, was in Ministerien passiert, als Abgeordnete das haben. Ich erzähle immer eine Geschichte, wie ich mit Lobbyisten das erste Mal zu tun hatte, stark zu tun hatte. Und das ist ja kein so Prozess, dass die mit einem reden und ihre Forderungen stellen und das war's. Oder auch nicht so ein Prozess wie einige Dinge, dass sie da mit dem schwarzen Koffer sind und man kriegt dann so einen Geldkoffer. Also es stimmt beides nicht, sondern das ist ja ein Annäherungsprozess. Ich nenne das so Wohlfühllobbyismus. Und dann fangen die aber an, einem Gefallen zu tun. Und das ist nicht nur, dass sie einem zum Essen einladen oder zum Fußballspiel oder so, sondern es ist, dass sie, mir zum Beispiel hat ein RWE-Lobbyist eine Regierungsvorlage zugespielt. Da war ich umweltpolitischer Sprecher, also ich war noch nicht mehr nur normaler Abgeordneter, sondern ich war für den Bereich, für die SPD zuständig. Und das war ein Ministerium, was von der SPD besetzt wurde. Aber ich hatte die Vorlage, ich kannte die auch nicht. Und der spielt mir die zu. Der hatte die als Lobbyist. Also da sieht man schon, die haben immer einen Wissensvorsprung und sind immer viel näher dran. Für mich war das gut, dass ich die hatte, weil dann konnte ich darauf reagieren und konnte sozusagen versuchen, noch politisch Einfluss zu nehmen. Das kann man nämlich meistens nicht mehr, weil wenn die Vorlagen kommen, dann werden sie sofort abgestimmt. Und dann kommt ja wieder die Keule, ihr müsst das mitstimmen und so. Aber dann war ich ihm natürlich einen Gefallen zu, da musste ich ihm einen Gefallen tun.
Und das zeigt, wie dieser Prozess funktioniert, weil irgendwann kommt er natürlich dann auch und fragt, jetzt wird er aber gerne eine Vorlage haben. Und so schaukelt sich das in diesem Prozess hoch. Und das ist eben nicht in Resonanz und in Abstimmung mit den Bürgerinnen und Bürgern, sondern es konzentriert sich immer mehr auf einige wenige Lobbyisten. Jetzt kann man sagen, alle Vereine und Verbände sind alles Lobbyisten. Ja, aber die haben alle nicht die Mittel, die haben alle nicht die Möglichkeiten, die sitzen auch nicht im Ministerium und die haben auch alle nicht diese Schar von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ich würde sagen, normaler Bundestagsabgeordneter ist recht, wenn er in so einem Gebiet tätig ist, wie Energiepolitik, Pharma, Rüstung und so, wo es also richtig um Einfluss und Geld geht, die haben von ihrer politischen Arbeit 30-40% mit Profitlobbyisten zu tun. Viel mehr als mit Bürgerinnen und Bürgern und teilweise sogar mehr als mit ihren eigenen Parteien und so. Und das hat total Überhand genommen und deswegen muss dem was entgegengesetzt werden. Ich sehe ein paar demokratische Hebel. Also einmal glaube ich, dass es klare Regeln geben müsste für Profipolitik, für Profitlobbyismus und klare Grenzen auch gibt. Die gibt es nämlich nicht, weil ein Abgeordneter darf im Prinzip alles, weil wir unsere eigenen Regeln gemacht haben. Das heißt, wenn jetzt RWE zum Beispiel kommt, ich nehme jetzt mal, also austauschbar natürlich gegen ganz viele anderen und meistens kommen die dann ja auch nicht mehr als RWE, sondern als ein Lobbyverband oder versteckt eine Kanzlei, die dann dahinter steckt oder eine Initiative, neue soziale Marktwirtschaft, das sind somit die Schlimmsten, die da am Markt hantieren. Das hört sich total nett an, ne? Also sie geben sich sogar nach außen hin so, wir sind ja sehr sozial, und aber das Gegenteil ist der Fall. Und das Problem ist, ich kann da Vorträge halten, für die kriegt für so einen Vortrag 5.000 Euro, 3.000 Euro darf ich. Alles völlig legal. Die können mir eine Wahlkampfspende geben von 20.000 Euro, völlig legal. Die können mir versprechen, dass ich danach einen Posten kriege, wenn ich nicht mehr irgendwie Abgeordneter bin, völlig legal. Es ist eigentlich alles völlig legal. Das Einzige, was illegal ist, ist, wenn ich unterschreibe, ich meine, wer macht das, dass sozusagen die mir Geld dafür geben, dass ich bei irgendeiner Abstimmung anders abstimme, als ich normalerweise abstimmen würde. Ich meine, das unterschreibt ja kein Mensch. Aber alles andere dürfen sie eigentlich. Das, was in vielen Wirtschaftsbereichen, Unternehmen oder auch ja bei Beamten verboten ist, ne? Also ein Kugelschreiber ist ja da fast schon verboten, ist da völlig legal. Und natürlich wird es gemacht und es wird noch ein nöcher gemacht. Ne? Per Steinbrück, der König der Vorträge, der hat höhere Nebeneinkünfte gehabt, das ist nur ein Beispiel, als er Diäten bekommen hat. Und der war nicht viel im Parlament, der war nicht viel im Ausschuss, der saß hinter mir in der Fraktionssitzung. Ich habe den selten gesehen dort, ne, weil er ja ständig Vorträge gehalten hat. Ich habe auch Vorträge gehalten. Ja, aber das habe ich natürlich umsonst gemacht, weil das ja meine Pflicht war, als Abgeordneter irgendwo hinzugehen und auch vorzutragen. Aber so, das Prinzip läuft eben anders ab und es ist eben auch nicht anrüchig, sondern es sind eigentlich die Bekannten, die Wichtigen, das ist sozusagen, ich kenne mich in der Wirtschaft aus, ich habe gute Kontakte, das sind diejenigen, die am Ende Karriere machen und die sogar geschätzt werden als Kollegen. Und da drückt man auch schon mal ein Auge zu, wenn die mal eigentlich ihre Parlamentsarbeit dann nicht so gut machen, weil das natürlich dann die andere Seite ist von der Medaille, von der Beeinflussung mal ganz ab. Deswegen glaube ich, brauchen wir Korrektive, wir brauchen klare Regeln, es muss Verbote geben, es muss Grenzen geben, es muss mehr Transparenz geben. Wir haben deswegen einen Kodex mal entwickelt, das war damals Gerd Schick, das war der finanzpolitische Sprecher der Grünen. Wir haben das zusammen gemacht, der ist auch aus dem Bundestag raus und leitet die Bürgerinitiative Finanzwende. Also er macht sozusagen das ein bisschen, was ich mache, als Lobbyarbeit, aber vor allen Dingen auf die Finanzlobby, die ja mit die stärkste ist, geprägt. Wahrscheinlich auch ein Erfahrungswert, weil es sind nicht so viele Abgeordnete uns gefolgt. Es haben dann 50 Leute in der Spitze unterschrieben. Interessanterweise also am meisten Linke und dann Sozialdemokratinnen und Demokraten, ich glaube nur 3 Grüne, das hatte ich anders eingeschätzt, der Gerd Schick auch.
Also das, was wir da aufgeschrieben haben, welche Regeln man sehen muss, haben wir uns dann freiwillig gegeben, also uns selbst, aber das müsste eigentlich Gesetz sein. Ne? Aber damit sowas funktioniert, glaube ich, müssten Unabhängige, ein Bürgerinnenrat oder so einberufen werden, die diese Regeln festlegen. Das dürfen wir nicht selber machen, weil sonst wird es auch nichts. Ich bin insgesamt dafür, so eine Art Bürgerinnenräte, Versammlung oder wie auch immer man das nennt, einzuberufen. Allerdings nicht so, wie es jetzt manchmal schon passiert. Die müssen Gesetzesinitiativrecht haben. Das heißt, was in einem Bürgerinnenrat beschlossen wird, da werden Leute ausgelost, wer das nicht weiß, für ein Thema. Die sitzen dann ein paar Wochen an diesem Thema, diskutieren. Das Gute daran ist, das soll einen Querschnitt der Bevölkerung repräsentieren, weil das ist, der ist im Bundestag nicht. Das ist eigentlich eine homogene Gruppe. Also erstens sind es fast alles Juristen, dann noch Beamte, ein paar Lehrer, ein paar Journalisten und das war es dann im Prinzip. Das sind alles Akademiker. Wir haben mittlerweile eine Quote von 89%. 89% in der Bevölkerung sind 17, 18. Und noch eine Weiterentwicklung. Als ich ins Parlament kam, waren es auch schon 80% Akademiker. Aber da waren es noch so wie ich zum Beispiel, wo meine Eltern dann noch aus einem anderen Bereich kamen oder Geschwister oder so. Heute sind auch die Eltern, die Geschwister alles Akademiker, von denen die reinkommen. Das heißt, die haben nie irgendwann eine soziale Not besessen, die haben nie irgendwie sich mit dem Ausbildungsberuf und mit diesen ganzen Bereichen beschäftigt. Deswegen schätzen sie auch Ausbildungsberufe nicht. Deswegen ist die Pflege so, ja, die ist dazu da, um mich zu pflegen, aber nicht irgendwie, man weiß nicht, was das für ein Job ist. Und. Das heißt, es ist eine sehr homogene Gruppe, die bestimmte Lebenswirklichkeiten gar nicht, niemals wahrgenommen haben in ihrer Geschichte. Und ein Bürgerinnenrat, da sind dann Leute aus allen Bereichen. Und das würde, glaube ich, mal gut tun. Aber es darf eben nicht so sein, dass dann so ein Beschluss gefasst wird und dann, ja, schön, dass wir darüber geredet haben, weil das frustriert, sondern es muss dann die Möglichkeit geben, das einzuspeisen in ein Parlament. Das heißt, es muss ein Gesetz geben und das muss abgestimmt werden. Dann haben die Abgeordneten immer noch die Möglichkeiten, das aufzuhalten, aber dann müssen sie sich erklären, es darf keinen Fraktionszwang geben und sie müssen sozusagen eine Alternative dann abstimmen lassen. Und das wäre höchst interessant. Ich glaube, dann wäre auch die Öffentlichkeit und die Medien, die leider ja auch, muss man sagen, nicht alle natürlich, aber doch viel Hofberichterstattung machen und diese Showkämpfe, die es im Bundestag gibt, die machen sie mit. Dann machen sie Talkshows mit immer den gleichen Leuten, aber die wirklichen Fragen, die wirklichen Diskussionen stellen sie ja auch nicht. Und das würde aufgebrochen werden, weil dann gäbe es ein öffentlich und mediales Interesse, das wäre ja klar. Und dann hättest du mal eine ganz andere Gemengelage. Also das wäre ein Ansatz, was zu machen. Ich habe auch ein paar ketzerische. Ich nenne mal nur einen. Ich habe, das habe ich schon damals in der SPD gesagt, viele kriegen ja mit, dass die Wahlbeteiligung sinkt. Und das ist sehr interessant, weil sie sehr unterschiedlich sinkt. Bis in die 80er Jahre rein war die Wahlbeteiligung in allen Bevölkerungsschichten ziemlich hoch. Und sie ist nur in der nicht vermögenden Bevölkerungsgruppe deutlich abgesunken. Und jetzt können, also viele sagen ja heute, ja, die haben keinen Bock, die liegen dann zu Hause und sind faul. Ja, komisch, warum war das in den 80er Jahren noch anders? Ne, ich glaube eher, und weiß es eigentlich auch, weil ich die auch kenne, weil die sagen sehr häufig, es ist egal, wen ich wähle. Am Ende bin ich eh wieder der Dumme. Und am Ende regieren sie alle für die Vermögenden. Mittlerweile gibt es Studien dazu, die erwähne ich hier auch, die das mal untersucht haben. Und es ist wahr, auch mich hat das noch überrascht, ob Rot-Grün oder wer auch immer regiert. Am Ende wird vor allen Dingen für die obersten 10-20% regiert. Und nur, wenn die obersten 10% das auch richtig finden, was die unteren 50%, also ich spreche jetzt immer vom Vermögen und Einkommen, gut finden, dann kriegen die sozusagen auch mal was mit bei den Abstimmungen. Das heißt, das Gefühl von den Menschen ist ja richtig und dann sagen sie, und ich habe jetzt alles erlebt, große Koalition, Rot-Grün, jetzt Ampel, sonst was, ich bin der Dumme, warum soll ich noch wählen gehen? Das heißt, die Wahlbeteiligung geht rapide runter, vor allen Dingen in einem bestimmten Bereich. Das wird hier auch wahrscheinlich irgendwie so sein. Ich kenne das von Köln, ich kenne es von Dortmund, wo ich bin. Es gibt bei mir Wahlbezirke, Bundestagswahl ist ja immer noch eine relativ hohe Beteiligung. Aber auch da habe ich Wahllokale und Stadtteile, wo ich zum Beispiel zur Schule gegangen bin, da wählen noch 25%. So.
Bei Landtagswahlen und Oberbürgermeisterwahlen sind es noch 10% in diesem Wahllokal. Dann habe ich aber andere Bereiche in Dortmund, da wählen 90%, 85%. Das verfälscht natürlich komplett das Ergebnis. Und das muss man aufbrechen. Ich habe deswegen mal ketzerisch gesagt, wenn die Wahlbeteiligung unter 80% sinkt, dann dürfen die Mandate nicht mehr besetzt werden. Dann bleiben die frei im Parlament oder werden verlost an irgendwelche Bürgerinnen und Bürger. Wenn das passieren würde, das wäre so ein Aufstand, da würden die Parteien sich so ins Zeug legen. Jetzt ist es immer völlig egal. Und nicht bei allen Parteien ist es völlig egal, das weiß ich, aber den meisten ist es völlig egal. Da gibt es eine Krokodilsträne manchmal am Wahlabend, aber eigentlich wird auch über die Wahlbeteiligung gar nicht gesprochen, sondern sprechen immer die von ihren Mehrheiten und so weiter. Wenn man das mal runterbricht, sind selbst die, eine Mehrheit gekriegt haben, repräsentieren vielleicht 10-20% der Bevölkerung noch. Also für die Gesamtbevölkerung. Gibt ja auch noch viele, die nicht wahlberechtigt sind, das kommt ja auch nochmal dazu. Also sie repräsentieren eigentlich gar keine Mehrheiten mehr. Ein Oberbürgermeister in Dortmund ist am Ende, hat sozusagen, wenn man so will, wird repräsentiert von 11% der Dortmunder. Ne? Die haben ihn nämlich gewählt, von 11%, die in Dortmund wohnen. Und das kann es nicht sein. Ne? Aber er ist der mächtigste, in Anführungsstrichen, Mann in Dortmund, zumindest politisch gesehen. Und das ist keine Repräsentation. Und deswegen muss man auch da was tun, ob man das dann mit Losverfahren macht, ob man sozusagen die Plätze freilässt. Aber da muss man sich was einfallen lassen. Insgesamt muss man sich natürlich auch was bei Wahlen einfallen lassen. Das wird jetzt zu weit führen, aber ich habe viel zu Wahlen geschrieben. Interessant, das wissen viele nicht. Als Demokratie mal entstanden ist, waren häufig Losverfahren ganz normal. Gerade auch um Lobbyismus zu verhindern, wurden Menschen und vor allen Dingen eben zu verhindern, dass sie bestochen werden, dass sie sich zu lange auf so einem Posten ausruhen, wurden Leute vom Losverfahren, selbst in wichtige Ämter gehievt. Das war in Griechenland früher teilweise so. Bei uns ist das völlig verpönt. Aber eine Begrenzung von Mandaten, eine Begrenzung von Amtszeit und so, das wird alles weggelegt. Und damit haben wir natürlich eine elitäre Demokratie, wenn überhaupt. Und auch das würde ich schon in Frage stellen. Und auch in den anderen Bereichen geht es Richtung Postdemokratie ganz stark. Es gibt ja auch Demokratien, wo alle halbe Jahre die Staatsoberhäupter wechseln. Also alle sogar zwei Staatsoberhäupter hat. Also wenn man an San Marino denkt, die älteste Republik der Welt. Wobei es da auch sehr viel Kritik gibt, ja, aber klar, aber was du beschreibst, also es trifft auch für Magdeburg zu. Also man kann vor Wahlen genau sagen, wie sich Wahlbeteiligung in bestimmten Stadtteilen entwickelt. Und das Schlimmste ist halt vor allem auch da, wo Politik am nächsten ist, also in der Kommunalpolitik, dass da so eine wahnsinnig niedrige Wahlbeteiligung ist. Das ist am ärgerlichsten. Also da muss man ja sagen, also das, was den Menschen am nächsten geht, also die Straße um die Ecke, das Bebauungsgebiet, der Kindergarten etc., dass da so wenige zur Wahl gehen. Da ist ja die Idee der BürgerInnenräte eine gute Idee. Also mir wäre es lieber, wenn so viel wie möglich Menschen, die in einer Stadt, in einer Kommune, Gemeinde wohnen, überhaupt im demokratischen Prozess einbezogen werden. Also wir grenzen ja Hunderttausende von Menschen aus, also Ausländerinnen und Ausländer, Kinder grenzen wir aus von dem demokratischen Prozess. Hast du da auch eine Idee? Oder also klar, man kann das Wahlrecht ändern, ist eine der Ideen, aber ich glaube noch nicht die ganze Lösung, oder? Nee, ich weiß auch nicht, ob es die ganze Lösung gibt. Ich glaube, es gibt eine Summierung von einzelnen Aspekten, Lösungen und einiges muss man einfach auch probieren. Ich will aber vorwegstellen, Demokratie ist was Lebendiges und es muss weiterentwickelt werden. Das machen wir aber nicht. Wir lassen sie seit 60 Jahren so, wie sie ist und lassen sie immer mehr verfallen. Und dass aber der Lobbyismus sich entwickelt hat, der Fraktionszwang sich entwickelt hat, also all diese Komponenten, die eine Demokratie aushöhlen, das lassen wir zu. Aber auf der anderen Seite versuchen wir eben nicht, sie zu beleben. Und das Haupt, was, glaube ich, kaputt gegangen ist, also nicht nur die Ausgrenzung, die wir haben, sondern das Haupt, was kaputt gegangen ist, ist die Resonanz. Kennen vielleicht einige Hartmut Rosa, Soziologen, der hat dieses Resonanzprinzip, das er für die ganze Gesellschaft mittlerweile irgendwie aufzieht. Ich mache das jetzt nur für Politik,
da kenne ich mich nun auch am besten aus. Und das ist ja so, es gab ein starkes Resonanzbezieht. Das konnte man schon immer kritisieren. Nun, natürlich war da auch viel einseitig, aber es gab eine Resonanz zwischen Bevölkerung und Politik. Und auch in den Parteien gab es ja viel mehr Resonanz als heute zwischen der Spitze und denen der Basis und so weiter. Und dieser Austausch, den gibt es kaum noch. Also es ist meistens eine Beschallung von den Parlamenten Richtung Bevölkerung und meistens aber auch noch nicht mal das, sondern das übernehmen die Medien und die Öffentlichkeit. Und die Regierung macht eigentlich, die will eigentlich so möglichst wenig Öffentlichkeit haben. Sie will keine Transparenz haben, sie will eigentlich auch keine Diskussion haben, lebt sich besser. Deswegen finden es übrigens ganz viele cool, dass die Leute sich zurückziehen und nicht wählen, hat man weniger Stress. Und ich habe das auch gemerkt. Das, was ich am Anfang, als ich reinkam ins Parlament, an Post gekriegt habe, an Mails gekriegt habe und an vielen, ja, sozusagen von Beschwerden über Fragen, um mit mir zu sprechen, das ist deutlich zurückgegangen, weil die Leute sich einfach immer weniger für interessiert haben. Und das ist ja nett für einen Politiker, ne? Da hat man noch weniger zu tun. Aber das ist genau der falsche Weg, weil Resonanz ist anstrengend, aber es muss eben passieren. Und auch das, ich denke, das wird auch nicht hier so viel anders sein. In Dortmund sind auch viele Resonanzräume weggebrochen und wahrscheinlich überall. Also das Kulturzentrum, ne, der Jugendclub und so weiter, da wo Austausch stattfindet, wo natürlich auch politisch gesprochen wurde, das fällt weg und man hält sich ja fast nur in den eigenen Bubbles oder Gruppen auf. Dann früher gab es viel mehr, dass es sozusagen zumindest noch beim Fußball oder bei Vereinen irgendwie dann Diskussionen gab und dann auch verschiedene Gruppen da waren. Aber heute sind ja selbst die Fans in verschiedenen Kneipen, ne? Also die Fans, die sich für was Besseres halten oder die sozusagen dann Akademiker oder sonst was sind in welchen Kneipen und die Ultras und die dann in den Kneipen. Also der Austausch, die Resonanz findet nicht mehr statt, wenn überhaupt nur in so kleinen Echokammern. Oder wir haben gerade über Insta oder Twitter gesprochen, aber da hält man sich ja auch fast nur in seinen Gruppen auf. Dann wird Empörung sozusagen kommuniziert und hochgejatzt, aber ein Austausch und wirklich eine Diskussion und mal überlegen, was der andere denn sagt, das gibt es eben nicht mehr. Und das macht natürlich dann erst recht Demokratie und Politik kaputt. Und das Problem ist, davon profitieren aber die Lobbyisten, und die in der Politik an der Macht sind, weil sozusagen, ja, lass die sich streiten, ist mir egal, oder auch gar nicht mehr für Politik interessieren und gar nicht mehr austauschen, da habe ich auch weniger Arbeit, das sollen sie doch machen. Und sollen auch Medien das kolportieren, ist mir völlig egal, Hauptsache sozusagen, ich kriege meine Sachen durch. Und das ist fatal und das muss wieder aufgebaut werden. Das ist natürlich ein schwieriger Prozess. Das versuchen einige Kommunen zumindest, aber das muss es natürlich auf allen Ebenen geben. Wahlalter, ja, ich würde es runtersetzen, weil ich glaube, ne, man gibt denen so viel Verantwortung. Also ich sehe, meine Tochter ist 12, die ist auf einer Gesamtschule auch, wie ich sozusagen, die steht um 6 Uhr auf, kommt um 4 Uhr wieder, hat noch Hausaufgaben auf und so weiter, dann ist 6 Uhr abends. Also sie hat schon so eine Verantwortung zu tragen und das zu schultern, muss aber noch 6 Jahre warten, bis sie wählen darf. Und dann kriegt sie den ganzen Schrott mit, der in der Politik gemacht wird, den sie am meisten ausbaden muss. Deswegen finde ich, muss jetzt nicht mit 12 sein, aber ist 18 wirklich viel zu spät. Und ich finde aber auch die Menschen, die hier entschieden haben, hier zu leben und bleiben und die ganzen Pflichten haben und Steuern zahlen und so weiter, finde, die müssen auch wählen. Die müssen wählen dürfen. Aber auch da wieder die Bürgerinnenräte würde ich sozusagen aus allen Altersgruppen und so weiter auch zusammensetzen. Dann wird man auch dieses Rausdrängen ein bisschen auflösen. Aber das ist auch nur wieder ein bisschen so ein Bremsen von dem Prozess, den ich beschrieben habe. Wichtiger ist, die Leute wieder zu kriegen, und das ist das Schwierigste, die sich schon verabschiedet haben. Oder, und das ist dann wiederum das Gefährliche auch, wir haben nicht nur die sich verabschieden, wir haben natürlich auch die dann zu sogenannten Wutbürger, Bürgerinnen werden oder so ganz schlimmen Rattenfängern dann anheimfallen. Die sind natürlich dann manchmal verführbar und dann hat man erst recht ein riesiges Problem, weil man das dann meistens nicht mehr einfängt. Das ist vielleicht erstmal nur eine Protestwahl, weil man sich gegen das System auflehnt. Es ist auch okay, dass es sowas gibt, finde ich. Aber natürlich manchmal manifestiert sich das dann bei Parteien, die total antidemokratisch sind und die den Rest eigentlich auch noch wegfegen wollen. Und
das ist der Preis. Und das ja, haben viele, glaube ich, immer noch nicht gecheckt. Es wird meistens ja nicht die Frage gestellt, es wird sich meistens abgearbeitet an diesen Parteien, aber es wird ja nicht die Frage gestellt, warum sind die überhaupt da? Ne? Warum gibt es die überhaupt? Was habe ich vielleicht selber dafür getan, dass sie da sind? Oder habe nicht getan, dass sie da sind? Diese Frage sollte man vielleicht mal stellen. Das habe ich zumindest in meiner damaligen Partei und Fraktion der SPD immer wieder versucht. Aber auch da ist wieder so keine Resonanz. Auch eine kleine Anekdote, als die AfD in den Bundestag kam, haben wirklich nahezu alle Fraktionen und Parteien ihre besten Redner geschickt, wenn die ihre Debatte hatten, um darauf einzugehen. Ja, was bewirkt man denn damit, dass das Thema richtig wichtig wird? Dass sie das Thema natürlich richtig setzen können und dass die Medien nur noch darüber berichten. Natürlich haben dann die besten Redner von den anderen Parteien auch viel Zuspruch bekommen. Und haben sozusagen dann die Likes und so weiter bekommen für ihre tollen Reden. Ja, aber was ist denn für die Demokratie rausgekommen? Dass man sich nur auf diese Themen konzentriert und die eigenen Themen, die man setzen konnte, da sozusagen hat sich keiner mehr für interessiert, die waren nicht mehr in der Öffentlichkeit, die waren nebenbei. Ich hätte es genau andersrum gemacht. Sollen die ihre Themen setzen und reden? Lass sie reden. Wir müssen auch reden, aber das haken wir so nebenbei ab. Und wir konzentrieren uns gerade mit den besten Rednern bei den Debatten, die wir setzen wollen, die wir wichtig finden wollen. Und arbeiten uns nicht bei den anderen ab. Weil das führt doch nur dazu, dass sie noch mehr Zuspruch kriegen. Das ist ja genau das, was sie bezwecken. Und dass sozusagen das Demokratische wirklich bergab geht. Ne? Und das halte ich mir für einen fatalen Fehler gehalten. Aber damit sind einige dann richtig bekannt geworden. Auch da nenne ich mal einen Namen. Es gibt ja einen SPDler, der, wir brauchen noch nicht mal einen Namen nennen, das wissen wahrscheinlich sowieso die meisten, wenn ich meine. Es gab ja einen Hamburger SPDler, der jetzt mal in den Schlagzeilen war, weil da auch Geld gefunden wurde bezüglich des Skandals um Cum-Ex und der Warburg Bank und anderen Vorkommnissen, wo ja auch Olaf Scholz drin verstrickt ist. Und dieser Kollege, der war wirklich am rechten Rand der SPD und der wäre auch in einer ganz anderen Partei gewesen, wenn nicht in Hamburg es mehr Karriere zu machen gewesen wäre mit einer SPD. Und das war schon immer so ein bisschen mein Konterpart in der Fraktion. Der war wirklich übel in ganz vielen Bereichen, aber der hat immer Reden gegen die AfD gehalten, hat da vom Stapel gezogen, hat dann teilweise auch ganz anders geredet, als er bei uns in der Fraktion geredet hat, um viel Applaus zu kriegen und dann sich als großer Antifaschist dazu zu outen. Und wenn es aber um wirklich demokratische Positionen geht, da hat er sozusagen eher alles verhindert, weil der hat wirklich jeden Lobbyskandal mitgenommen, den es gab, und hat Leute mundtot gemacht, die nicht seiner Meinung waren, hat die Leute gekauft und gegeneinander aufgestellt. Also es gibt, glaube ich, kaum einen Abgeordneten, den ich so verachte wie ihn. Aber er hat tolle Reden gegen die AfD gehalten. Ich würde die Runde öffnen, damit es hier nicht zu sehr in einen Dialog ausartet. So, Herr Hattenhorst hat ein Mikrofon bei sich und wer mag, kann sich melden und Herr Hattenhorst kommt mit dem Mikrofon dorthin. Da hinten. Erstmal vielen Dank für die ausführlichen Ausführungen. Ich habe mich jetzt gefragt, Ihre Idee mit den Bürgerinnenräten, der Querschnitt der Gesellschaft, das heißt nicht mehr die 89% Akademiker, die ja quasi schon in gesicherten Verhältnissen sind, wenn sie noch die Diäten im Bundestag einnehmen sozusagen und trotzdem dann ja käuflich sind, sagen wir es jetzt einfach mal so, oder sich davon beeinflussen lassen, wenn mit genug Geld oder genug Einfluss oder Information gewählt wird. Besteht die Gefahr denn nicht, wenn wir den Querschnitt der Gesellschaft haben, wo wir ja wirklich Personen und Menschen quasi diesem Spiel aussetzen, die natürlich eine Existenzangst möglicherweise mit sich rumtragen oder eine gewisse Angreifbarkeit, einfach durch das System, dass sie halt nicht
aus einem gesicherten akademischen Beruf kommen und nicht noch die 8.000 Euro Diäten einstreichen jeden Monat, dass die für sowas nicht viel, viel empfänglicher werden dann, wenn RWE oder ein Rüstungskonzern kommt und dann irgendwann mit genug Geld wählt? Aus zwei Gründen nein. Also erstmal glaube ich, muss man das Wirtschaftssystem sich angucken und auch das menschliche System angucken. Es gab neulich wieder eine Schlagzeile, dass die Menschen, die wenig Geld haben, am meisten spenden. Es sind nicht die Reichen, die spenden. Das heißt, wir haben sowieso eigentlich so den Fall, natürlich immer mit Ausnahmen und so, und das wissen wir, aber je reicher du wirst, je abgesicherter du wirst, desto mehr willst du haben. Also glaube ich nicht, dass Leute, die weniger haben, empfänglicher sind für Lobbyismus. Ich glaube, das Gegenteil. Aber es ist deswegen auch nicht völlig ausgeschlossen, aber viel unwahrscheinlicher, weil ein Bürgerinnenrat, der ist ja nicht für 3 Jahre im Amt, auch nicht für 4, für ein Thema, für eine kurze Zeit. Und dann sozusagen sehr intensiv behandelt er dieses Thema und kommt dann zu einem Abschluss. Und nie wieder ist er, also außer durch Zufall, wird er 5 Jahre später wieder irgendwo reingewählt. Das heißt, für die Lobbyisten ist es super schwierig, diese Leute zu kontrollieren, weil die sehen die ja nie wieder. Ne? Die haben einmal sind da kurz da, da müssen die ganz schnell ran, aber das ist dann wie bei Geschworenen bei Gericht. Die dürfen dann sozusagen eigentlich gar nicht interagieren mit irgendwelchen Lobbyisten, außer die sind eingeladen als Gäste. Das ist durchaus möglich, ne? Dass sie sich auch anhören, was jetzt RWE oder sonst was sagt. Das ist auch gerne gar nichts gegen zu sagen. Aber es lohnt sich gar nicht, die zu bestechen. Ne? Das ist Quatsch. Übrigens auch da vielleicht noch eine Entwicklung, weil das wissen auch viele nicht. Es lohnt sich auch immer weniger Abgeordnete zu bestechen, weil die nicken ja eh alles ab. Das heißt, heute geht Lobbyismus gar nicht mehr so stark auf den Bundestag, sondern nur noch eigentlich auf die Ministerien und auf einige Schlüsselpositionen im Bundestag, damit er nicht schief geht am Ende. Und natürlich an den Bundestag noch, um da neue Lobbyisten zu kreieren, weil heute habe ich so das Gefühl, gerade wenn früher jüngere Staatssekretäre wurden, dann war das so, die lernen das jetzt, um vielleicht Minister zu werden. Heute werden Leute Staatssekretäre und musst du dir die ganzen Staatssekretärinnen und Staatssekretäre angucken, der letzten Perioden, die sind alle in der Wirtschaft gelandet, auch von den Grünen übrigens. Ja, die sind alle irgendwo in der Wirtschaft gelandet, also danach gehen die eigentlich fast nicht mehr in die Politik, das ist heute so ein Durchlauferhitzer. Und da würde ich mal sagen, in so einem Bürgerinnenrat ist das relativ ausgeschlossen. Natürlich wird es solche Fälle auch geben, aber es ist sowieso so, es konzentriert sich sehr stark auf die, die das machen, die Gesetze machen. Das sind immer die Ministerien, das sind übrigens dann nicht nur die Politiker in den Ministerien, sind natürlich dann auch Beamte, auch wenn die das gar nicht dürfen, da gibt es wenigstens die Verbote, aber trotzdem gibt es die Verbändelungen und auch da wechseln ja viele. Aber am meisten nehmen dann zum Beispiel die parlamentarischen Staatssekretäre. Das ist so eigentlich der Hauptlobbyposten. Die sind nicht ganz so im Rampenlicht wie die Minister, ne, deswegen passen die schon ein bisschen auf. Da könnte dann so zumindest mal eine Schlagzeile sein, oh, Lindner telefoniert ständig mit dem Porsche-Chef, das ist eine Schlagzeile, interessiert dann auch keinen mehr. Aber die Staatssekretärin kriegt keiner mit, die kennt auch keiner. Und das sind eigentlich die größten Lobbyisten. Ich nenne die ja Lobbytarier, die also im Prinzip zwar irgendwie noch eine politische Funktion haben, aber die auf jeden Fall schon den zweiten Hut ganz groß aufhaben, und zwar den von mindestens einem Lobbyisten. Und das ist eigentlich so die größte Gefahr, die wir haben. Ja. Okay, dann. Schönen guten Abend. Ich muss sagen, ich bin jetzt so ein bisschen deprimiert und erschrocken. Nicht, dass die Aussagen mir jetzt völlig unbekannt waren. Ich bin nach der Wende relativ schnell in die politische Bildungsarbeit gerutscht. Art fremd für mich, aber deshalb war das hochspannend. Und wir haben auch viel mit Politikern gesprochen, die, so wie hier aus Magdeburg, Kirchenleute, die in den Bundestag gekommen sind, die völlig erschrocken erzählten, wie sie eben von den Lobbyisten überrannt werden und wie man sich auch kaum davon weghalten kann. Ich würde jetzt gerne von Ihnen auch noch ein bisschen mehr hören, was tun wir als gemeine Bürger, weil die Entwicklung ist jetzt seit 30 Jahren furchtbar und es nimmt eher noch zu. An welcher Stelle sind die Knackpunkte, wo alle was tun könnten, um nicht überhaupt nur noch von Lobbyisten regiert zu werden? Ja. Wollen wir sammeln oder sonst? Wir können gerne auch sammeln. Genau, so zwei, drei, dann schreibt man das mal kurz dritte auf. Dritte Reihe und dann zweite nicht, Reihe. Weil manchmal ergänzen sie auch. In der Reihenfolge? Na, erst dritte Reihe, dann zweite Reihe.
Eine andere Frage, inwieweit spielt die Immunität in der parallementarischen Arbeit? Allerdings ist ja eine gewisse Namenfreiheit, die wird ja auch überall ausgenutzt. Ja, wie wird diese Problematik angegangen, die Immunität? Das ist ja die absolute Narrenfreiheit. Mein Name ist Rabe. Ich fühle mich natürlich bestätigt in meinen persönlichen Erfahrungen aus dem Landtag Sachsen-Anhalt. Es ist natürlich nicht in dieser ausgeprägten Form wie im Bundestag, aber trotzdem auch existent. Insofern danke für die Ausführungen. Zum Zweiten denke ich, wundert mich das Entstehen solcher Überbauerscheinungen überhaupt nicht mehr. Und mich wundert eigentlich, dass wir uns häufig immer noch wundern. Denn so wie wir wissen, bildet jede Basis letztendlich den ihr gemäßen Überbau. Und solange wir in den Überbauerscheinungen unsere Kritik formulieren und hoffen, dort etwas zu ändern, werden wir an dem Wesen, das diese Erscheinungen hervorbringt, nichts ändern. Für mich ist beispielsweise bei Ihren Ausführungen aufgefallen, dass Sie den Begriff Demokratie verwenden, wie er allgemein gesellschaftlich verwendet wird, nämlich als Dogma. Und der Demokratiebegriff ist eigentlich in seiner ursprünglichen Form der bloßen Demokratie nicht haltbar. Demokratie ist ja immer eine Zuschreibung zu der jeweils bestimmten gesellschaftlichen Situation. Das heißt, wir haben eine bürgerliche Demokratie. In der DDR ist eine sozialistische Demokratie versucht worden. Es ist eine Sklavenhalterdemokratie existent gewesen für Sklavenhalter. Das heißt, wenn wir in unserer Begrifflichkeit schon nicht mehr die klare Zuordnung finden, dann werden wir auch die Inhalte nicht in ihrem Wesen erfassen. Ich denke, wir müssen uns stärker auf das Wesen der gesellschaftlichen Verhältnisse konzentrieren, wenn wir wirklich zu Veränderungen kommen wollen. Ich erlebe das in meiner Partei der Linken, in der genau diese Auseinandersetzungen, die Sie bei der SPD festgestellt haben, gerade auch haben. Diese unter dem Thema, das wir wahrscheinlich alle kennen, des Mitregierens oder nicht. Und wenn sich diese Gruppierung, die auf das Mitregieren orientiert, durchsetzt, dann ist der Weg zu einer SPD, die Sie erlebt und deshalb auch abgelehnt haben, vorgezeichnet. In diesem Sinne mein letzter Satz und der Appell, wenn wir uns nur in den Erscheinungsformen bewegen, dann befriedigen wir unser kleines Ego und unseren Zorn und unseren Unmut, aber wir ändern nichts an den wirklichen Verhältnissen. Ich würde noch die eine Wortmeldung und dann... Ja, vielen Dank auch von mir für die Ausführung. Ich würde mich an die Frau hier vorne anschließen wollen. Ich bin noch Schüler, ich gehe noch zur Schule, aber was raten Sie den jungen Menschen, die jetzt vielleicht nicht in dieser Karrieremühle, und das ist ja bei den Grünen, bei der FDP, die auf den Gymnasien groß werden, die dann da vielleicht auch schon die Eltern im großen akademischen Bereich haben, das ist hier in Ostdeutschland glücklicherweise noch nicht so enorm, aber es nimmt verdammt zu, und die dann zu irgendwelchen Kaderschulen mutieren. Ich denke hier in Magdeburg immer das Domgymnasium, an dem ich auch bin, ist eigentlich als CDU-Kaderschule konzipiert mittlerweile. Wir haben viel CDU, wir haben eine CDU-Schulleitung. Wir haben politisch das Phänomen, dass da Leute halt mit akademischem Hintergrund auftauchen, dass die Jugend, die sich da politisch engagiert, dann zu den Grünen und zur FDP geht, die vielleicht dann noch ein bisschen, also die machen immer viel Kulturpolitik, fällt mir auf, auch die Grünen profilieren sich gerade stark dadurch, auch die Jungen, dadurch jetzt irgendwelche Identitätsthemen, die sicherlich wichtig sind, zu machen, aber die jetzt nicht die große Popularität haben, jetzt in den anderen Stadtteilen zum Beispiel groß zu werden. Und was raten Sie da jüngeren Menschen, die jetzt vielleicht nicht in dieser Kadermühle verschwinden wollen und dann sich, sage ich mal, auf Instagram und Twitter groß profilieren und sich dann irgendwo, weiß ich nicht, vorstellen und dann am Ende doch die Abbaggerung und die Steuererniedrigung für Reiche beschließen. Danke. Okay. Marco, dein Part. Ja, sind ja ein paar Punkte. Ich mache mal die letzte und die erste wollten wir dann zum Schluss, weil es ein bisschen zusammenpasst. Fangen wir mit der Immunität an. Na, ich glaube, die Hauptimmunität ist gar nicht die gesetzliche, die gibt es natürlich auch, aber das kann relativ schnell gehen, dass man die auch aufhebt. Es gibt ein Gremium im Bundestag, die relativ schnell aufheben können. Und das erleben Kollegen, weil sie irgendwie in einem Autounfall beteiligt sind und schon ist die Immunität weg. Die Frage ist eher,
Warum kann sie so schnell aufgehoben werden? Und manchmal wird sie nicht aufgehoben. Und das haben wir nämlich an vielen Stellen. Und das ist gar nicht die Immunität, sondern das ist im Prinzip das eigene Regeln machen. Und dass wir, wenn wir mal Fortschritte hatten irgendwo, was Lobbyismus angeht, was Transparenz angeht, die Kontrolle ist kein unabhängiges Gremium, das ist immer das Bundestagspräsidium. Und das Bundestagspräsidium hat aber natürlich selber, da ist ja selber Betroffener. Und teilweise sind auch da Leute, die selbst betroffen sind durch Lobbyismus, also Kubicki nehme ich mal an zum Beispiel, ne, das ist der vertritt Cum-Ex-Verbrecher, das muss man sich mal vorstellen, ein stellvertretender Bundestagspräsident und hält irgendwo Vorträge für Abertausende Euro. Und dann soll der sozusagen irgendwann mal prüfen, ob das jetzt richtig ist bei Lobbyismus oder nicht bei anderen. Ich meine, klar, was da seine Expertise ist. Oder es gibt zum Beispiel eigentlich die Regel, dass man nicht direkt vom Parlament Lobbyist wird, dass es eine Abkühlphase gibt. Das wurde sogar irgendwann mal beschlossen. Aber wer kontrolliert das? Bundestagspräsidium. Ja, und komischerweise dürfen die das dann doch alle. Ne? Also das ist ganz selten, dass sie mal was dagegen sagen. Und so ist es bei Immunität im Prinzip auch. Das heißt, es gibt eigentlich eine Komplettimmunität der Abgeordneten, zumindest wenn sie diese Regeln so machen, wie das gerne vorgegeben ist, dass sie davon profitieren. Wenn jemand da eher unbequem ist, da wird schnell die Immunität aufgehoben und die haben auch diesen Schutz nicht. Ne? Das muss man immer wieder wissen. Deswegen bleibe ich stark dabei, es muss klare Regeln geben und die müssen von unabhängigen Gremien überprüft werden und nicht von uns selbst. Ne? Oder ich spreche immer noch von uns, aber von den Abgeordneten selbst. Das vielleicht dazu. Dann das Zweite, ja, da gebe ich zum Teil recht. Also das ist, bei uns sagt man, da muss man Tacheles reden. Ne? Klar, das ist, auch Lobbyismus ist ein Symptom. Es ist ein Symptom unserer Gesellschaft und unseres Wirtschaftssystems. Und es ist eigentlich so, und darauf konzentriert sich das fast immer, ne? Merkel hat irgendwann von der marktkonformen Demokratie gesprochen. Und genau so ist es. Ne? Es wurde alles getan, deswegen sprechen wir immer noch von Demokratie, aber es wurde so alles gedreht und gewendet, dass das System, was wir haben, sich dem sozusagen anpasst und dass die Demokratie untergeordnet wird und gedehnt wird. Und deswegen spreche ich auch nicht, das ist ja auch Quatsch, von freier Marktwirtschaft zu reden. Wir haben keine freie Marktwirtschaft, eine soziale Marktwirtschaft schon gar nicht. Das gibt es überhaupt nicht. Wir haben, wenn überhaupt, eine Feudalwirtschaft. Wir haben eine elitäre Feudalwirtschaft, weil es wird ja eingegriffen ohne Ende in den Markt, aber so, dass die Großen die Subventionen kriegen, die Bevorteilungen kriegen, die Kleinen, die gehen sofort pleite, die haben Pech. Ne? Eine Pommesbude muss einen Entsorgungsplan machen, der hat sich gewaschen. Ich habe mir das mal angeguckt, in Dortmund haben wir viele Pommesbuden. Das ist wirklich krass, was sie sozusagen an Leisten haben. Auch Selbstständige, Solo-Selbstständige, da gibt es Auflagen, Bürokratie ohne Ende. Und die Großen, die kriegen die Ausnahmen, die kriegen sozusagen die Abweichung, die kriegen noch Subventionen. Und wenn sie dann auch mal irgendwann aussteigen müssen wie RWE, dann wird ihnen das vergoldet bis zum Abwinken. Das heißt, die ganzen Risiken werden vergesellschaftet, gerade die großen Risiken. Und alle Profite werden privatisiert. Das ist unser System und das ist keine freie Marktwirtschaft. Jetzt kann man zur freien Marktwirtschaft stehen, wie man will, aber es ist keine freie Marktwirtschaft. Eine soziale Marktwirtschaft ist es schon gar nicht und es reicht nicht, wenn, egal wer regiert, die Ungleichheit immer größer wird und 50% in dieser Gesellschaft null Vermögen besitzen, null, sondern teilweise noch verschuldet sind und 10% in dieser Gesellschaft über 2/3 des Vermögens besitzen. Also jede Politik, egal über was wir streiten, über Panzer, sonst was, alles müsste doch ständig darüber reden, weil so eine Ungleichheit und so eine Ungerechtigkeit in so einem reichen Land, ne, und es gibt keine Barrikaden, sorry, ne, das ist doch ein Witz. Und es ist kein Wunder, dass die Leute sich komplett von Politik abwenden. Natürlich will ich auch lieber haben, die würden auf die Straße gehen, aber tun sie nicht. Ne? Und deswegen ist es natürlich, dieser Profitlobbyismus hat sich natürlich angepasst und das ist dann ein Symptom. Ne? Das ist sozusagen nicht der Ursprung. Und es ist mir schon klar, dass man im Prinzip das ganze System da ändern würde. Ich habe ja auch zum Beispiel einen Vorschlag gemacht, auch im Buch, aber auch generell. Das hat mich auch immer angekotzt, ne? Dieses Nachhaltigkeitsgefasel und dieses Dreieck, was es da gab. Ne? Soziales, Ökologie und Wirtschaft. Ja, alleine das zusammenzubringen, also wie dumm muss man eigentlich sein? Das passt nicht zusammen. Wirtschaft,
Da kann man ganz unterschiedliche Auffassungen sein, was man gut findet da. Aber Wirtschaft ist ein Instrument. Wirtschaft ist keine Einstellung. Ne? Also man kann sagen, wir wollen eine soziale Gesellschaft, wir wollen eine ökologische Gesellschaft. Da kann man, das ist ein Ideal. Aber Wirtschaft ist wie Bildung und Verkehr. Das kann man so und so machen. Aber es ist ein Instrument. Das gehört nicht in ein Dreieck. Ne? Also wenn, dann ist die Bevölkerung, der Wille der Bevölkerung, wenn man Demokratie ernst nimmt, das ist die Grundlage. Und dann hat man Ziele wie Soziales oder Ökologie. Und um diese Ziele zu erreichen oder möglichst nah ranzukommen, brauchen wir Instrumente. Und Wirtschaft ist natürlich ein wichtiges Instrument und das muss natürlich geben. Und wie man es gestaltet, muss aber sozusagen die Demokratie klären. Aber jetzt haben wir das Instrument unserer Wirtschaft und das klärt, wie wir Demokratie machen. Das ist das Problem. Also so praktisch, wir müssen das wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Oder wenn wir wieder bei der Wirtschaft sind, ich bin stark dafür, dass man die Kleinen, die muss man befreien, die muss man sozusagen unterstützen und subventionieren und so weiter. Und die Großen, je größer du bist, desto größer ist deine Verantwortung, desto mehr musst du sozusagen wiedergeben, leisten und desto mehr musst du auch bestimmte Kriterien erfüllen. Und bei uns ist es komplett andersrum. Nochmal zur Nachhaltigkeit, wenn mich das so aufregt. Bei uns ist es so, wenn du sozusagen zerstörerisch lebst, dann ist das einfach und billig. Wenn du wirklich nachhaltig leben willst, dann ist es teuer und kompliziert. Ja, kein Wunder, dass die Mehrheit das nicht macht, ne? Weil es sozusagen komplett anders angelegt ist. Das heißt, wenn man das anders haben will, ich will das anders haben, aber dann muss man es auch umkehren. Ne? Dann muss es günstig und einfach sein, nachhaltig zu leben. Und dafür hat der Staat zu sorgen. Das schiebe ich nicht den Konzern in die Schuhe, das muss der Staat regeln, ganz einfach. Und das tut er eben nicht, sondern er macht das Gegenteil. Jetzt also nochmal zu den Knackpunkten, was man vielleicht besser machen kann. Ich kann mir jetzt nicht verwehren, ein paar lustige Antworten zu geben. Ich würde natürlich jungen Leuten empfehlen, zur Partei die Partei zu gehen. Weil das ist die einzige Partei. Und jetzt mache ich mache eigentlich nie Werbung. Das habe ich auch in der SPD schon nicht gemacht. Aber das ist natürlich die einzige Partei, die das als Betriebsunfall ansieht, wenn man ins Parlament kommt. Ich kann meine Erfahrung schildern, das ist eher so, sagen wir mal, eher so für die meisten semi-interessant und nett war, dass sie einen Bundestagsabgeordneten auf einmal hatten. Das fanden die gar nicht so super. Von daher, aber das ist ja auch wieder sehr sympathisch, ne? Weil sozusagen, es geht da nicht um die Macht. Jetzt kann man sehr viel streiten darüber, tue ich auch, dass eben neben Satire vielleicht auch noch irgendwie was anderes wichtig ist für Politik. Ja, natürlich. Viele finden das ja völlig absurd, dass ausgerechnet ich zur Partei gegangen bin. Wahrscheinlich so mit der ernsthafteste Mensch, den es im Bundestag gab. Aber genau das ist es ja. Die Spaßparteien, das waren nicht die Partei, sondern die Spaßparteien, die sitzen an der Regierung. Das sind die Spaßparteien. Nur da tut man so, als wenn sie so unglaublich seriös sind. Dabei konnte ich jede Rede, die geführt wurde, alles, was gehandelt wurde, das konnte ich alles vorwegsehen. Das ist eigentlich relativ einfach. Und wer eigentlich geglaubt hat, oh, mit einem neuen Wirtschaftsminister wird jetzt alles so ökologisch und super. Nee, das ist absurd und das ist eigentlich Satire. Und deswegen war es ja der Gang für mich dahin, genau das Zeichen, also mit der Partei, wo ich ganz sicher nicht nochmal in den Bundestag komme, genau da mit Wahlkampf zu machen, um auf die Themen aufmerksam zu machen. Und ich bin kein Satiriker, ich kann das leider nicht. Ich verstehe es ganz gut und ich lache gerne darüber. Ich finde Martin Sonneborn großartig und viele andere in der Partei. Ich kann das aber nicht. Was ich konnte, ist sozusagen ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen für ein Thema. Aber eben auch zu zeigen, dass ich das extra mache. Weil ich hätte in der SPD bleiben können, dann hätte ich auch noch 10 Jahre diesen Wahlkreis gewonnen. Ne, das wäre ganz einfach gewesen. Die Basis hätte mich immer wieder gewählt. Gott sei Dank ist die in Ordnung in Dortmund. Aber und die hätten mich dann weiter ertragen müssen. Aber irgendwann sagte ich, das geht eben so nicht mehr. Aber jetzt trotzdem noch mal eine andere Antwort. Ich bin nicht dagegen und ich finde es auch weiterhin richtig, sogar in Parteien zu gehen. Aber so wie es jetzt funktioniert, geht es eben nicht, weil die wenigen, die wirklich dann was verändern wollen, ganz schnell kalt gemacht werden oder sich anpassen müssen. Und das ist nicht gut. Deswegen noch eine andere ketzerische Möglichkeit.
mit 5.000 kann man die FDP übernehmen. Ja, das könnte man vielleicht mal machen. Das wäre mal eine coole Aktion. 5.000 Leute in ganz Deutschland treten in die FDP ein. Das ist die kleinste Partei, die von denen die relative Macht haben. Und das geht relativ zügig. Und das wäre zumindest mal ein cooler Deal. Vor allen Dingen, wenn man wirklich eine ganz andere Auffassung hat als die, die da haben, wo dann auch nicht so einfach ist, sich anzupassen. Aber nochmal, ich glaube, man muss, und das jetzt wirklich sehr ernsthaft, das ist das, was ich immer sage, ich würde gerne Initiativen, Vereine, Verbände stärken. Ich würde die Gemeinnützigkeit stärken. Im Augenblick wird das Gegenteil gemacht. Verbände, die einem nicht mehr passen, gemeinnützige Vereine, denen nimmt man die Gemeinnützigkeit weg, sozusagen, um sie auch noch platt zu machen. Parteien haben ja schon Möglichkeiten, ne, über Parteigelder, Spenden, hast du nicht gesehen. Vereine haben ja sozusagen nur noch die Möglichkeit, über Mitgliedsbeiträge und Spenden zu gehen. Und denen dann auch noch das wegzunehmen oder zum Teil wegzunehmen, ist eine Frechheit. Ne? Deswegen gibt es jetzt auch ständig Angriffe, zum Beispiel gegen die Deutsche Umwelthilfe. Und aber andere wie Attac haben das ja auch schon erlebt, dass die Gemeinnützigkeit weggenommen wird. Und da versuchen die Parteien, denen auch noch das Wasser abzugraben. Nicht alle Parteien, aber eben auch da ist leider Olaf Scholz wieder voll mit dabei. Und das geht gar nicht, die muss man stärken. Und ich würde sogar eher den Parteien die Spenden von Großkonzernen gerne entziehen. Da muss man ja sagen, sind die Linken wirklich eine der wenigen, die das da nicht annehmen, also von denen, die im Bundestag sind, also die nicht diese Großkonzernspenden haben. Und vor allen Dingen dieses Sponsoring, das muss verboten werden. Das muss komplett verboten werden. Es gibt ja kaum noch Parteitage, die nicht komplett gesponsert sind von vielen großen Firmen. Und das wird nirgendwo richtig abgerechnet. Also es muss klare Regeln geben, auch bei Parteien, natürlich bei Abgeordneten und auf der anderen Seite Stärkung der Zivilgesellschaft. Aber jetzt kommt noch was ich noch wichtiger finde. Bestimmte Regeln, die ich gerade genannt habe, oder Forderungen nach Bürgerinnenrat, egal welche Initiative, und das muss mal passieren, das passiert nicht. Es gibt viele Initiativen, es gibt ja auch viele Jüngere, die sich noch irgendwo engagieren, aber auch das hat dann irgendwann den Frustfaktor, siehe Klimabewegung und so weiter. Oder wenn sie dann zu den Grünen gehen und im Bundestag dann auf einmal der Realität sich da stellen. Aber bei den Initiativen kommt irgendwann auch der Frustfaktor und ich glaube, da gibt es viele, die was machen, aber sie machen es häufig nicht miteinander. Sie sind nicht koordiniert. Klar, sie haben teilweise auch andere Ziele, aber sie müssen bestimmte Forderungen und bestimmte Ziele, zum Beispiel so ein Bürgerinnenrat, bestimmte Ziele bei Lobby, müssen sie sozusagen gemeinsam formulieren. Da müssen sie alle hinter sein. Und dann kannst du was entwickeln, gerade in der Öffentlichkeit. Und jetzt nehmen wir mal einen Vorteil. Ich sehe viele Nachteile daran, aber wir haben ja Vorteile mit den neuen Medien und mit den bestimmten Apps und so weiter, dass man sozusagen nicht mehr nur über die klassischen Medien gehen muss, sondern Öffentlichkeit generieren kann. Und da gibt es welche, die erreichen Millionen und Hunderttausende. Und die müssen mit ins Boot gehen, um bestimmte Bereiche zu erreichen und die Menschen zu erreichen, um wirklich was zu verändern. Dann kannst du auch was verändern. Und das Letzte, da wo ich noch einen Anker sehe, das sind die Wahlkreise. Das heißt, wie jetzt teilweise wollten sie ja die Erststimme abschaffen. Das halte ich für fatal. Das ist das Einzige, wo sich Abgeordnete überhaupt noch ein bisschen verantwortlich fühlen. Das ist im Wahlkreis, wenn sie denn direkt gewählt werden und sich nicht verstecken können hinter, oh, das ist alles die FDP in Schuld oder wie früher in der SPD. Nee, das hat alles die CDU, wollte das nicht deswegen. Oder man versteckt sich, nee, das ist nicht mein Thema, ich bin ja Verkehrspolitiker, ne? Habe ich ja nichts mit Medien oder habe ich ja nichts mit Sozialem zu tun. Also das kenne ich gut, dieses Verstecken von Abgeordneten, aber im Wahlkreis kannst du das nicht. Und im Wahlkreis stellen, das ist super wichtig, ne? Stellt die Abgeordnete in den Wahlkreisen. Und jetzt kommt es, und deswegen, weil ihr müsst sie nerven, weil sie haben mittlerweile genau diese Einstellung. Es gibt gar nicht so wenige, die so denken wie ich im Bundestag. Aber sie leben viel leichter, wenn sie die Fragen nicht stellen, wenn sie sich nicht dagegen stellen, sondern wenn sie es mitmachen. Aber das kann man sozusagen konterkarieren, indem sie draußen genervt werden. Ja, indem sie so lange genervt werden, bis sie sich dann doch dagegen stellen. Weil du glaubst gar nicht, wenn du das machst, Gewerkschaften haben das manchmal an manchen Stellen gemacht oder auch ein paar andere Gruppen, auf einmal stehen Leute in der Fraktion auf
und sagen was, die nie was gesagt haben, weil sie in ihrem Wahlkreis genervt worden sind, weil sie irgendwie sagen, oh, ich kann jetzt nicht mehr anders, ich muss mich jetzt da irgendwie committen. Und wenn das dann 5 oder 10 oder 20 machen, dann kann auf einmal was sich verändern, aber nur dann. Wenn sie draußen nicht mehr genervt werden, und das ist ja leider immer weniger der Fall, dann interessiert sie das noch weniger, dann laufen sie noch mehr mit, so wie es ist. Das heißt, nervt sie. Ne? Und das ist ja das Beispiel, was ich auch sage, ne? Das kann man mit lustigen Plakaten machen, ne? Das kann man mit Öffentlichkeitsarbeit machen. Das kann man auch gerade mit Initiativen machen, die sogar bundesweit Gruppen haben. Das habe ich den Fridays immer gesagt, das haben sie aber nie gemacht. Ne? Das ist schön zu demonstrieren. Nett ist immer eine Petition, ne, das fühlt man sich cool, man hat eine Petition unterschrieben, man hat sie sogar vielleicht initiiert. Ich sag euch mal was, in 16 Jahren SPD, 16 Jahre SPD, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Petitionen es gab. Also wurde jede Woche mindestens 5 bis 10 Mal angeschrieben, die Petition zu unterstützen oder zu unterschreiben. In 16 Jahren SPD-Fraktion haben wir 3 Mal über eine Petition gesprochen. Dreimal. Und die waren längst durch den Petitionsausschuss und hatten eine Öffentlichkeit erreicht. Aber eigentlich nur wegen der Öffentlichkeit haben wir dann darüber geredet. Aber keine dieser Petitionen ist übernommen worden. Keine. Wenn irgendwann mal irgendein Inhalt von der Petition übernommen wurde, dann war es nicht wegen der Petition, sondern dann, weil sozusagen das irgendeiner Partei mal in den Kram passte. Ich will nicht sagen, macht es nicht, aber das bringt nichts. Nervt lieber die Abgeordneten. Und auch Demonstrationen, schön, wichtig. In Berlin interessiert uns das gar nicht, selbst wenn es mal irgendwie Millionen sind. Sondern nervt die Abgeordneten, nervt sie und sorgt dafür, dass sie sich committen müssen bei der nächsten Wahl. Und wenn sie Dreck am Stecken haben und wenn sie irgendwie in Konzernen sind, dann macht das vor Ort deutlich. Da interessiert es vielleicht noch jemanden. Das ist sozusagen das, was man machen kann. Aber nochmal, wenn wir nicht klare Regeln für den Lobbyismus haben, wenn wir ihn nicht eingrenzen, wenn wir nicht sowas wie Bürgerinnenräte und so weiter haben, veränderst du die Thematik nicht, dann bleibt es unsozial und dann werden wir auch niemals richtigen Klimaschutz bewegen, weil die Profitinteressen stehen dagegen. Und die sind im Zweifelsfall stärker, wenn das System so bleibt, wie es ist. So, ich würde die letzte Mikrofonrunde eröffnen, also 2, 3. Herr Hattenhorst hatte eine Frage. Ja, ich würde mich auch. Jetzt war ja von den Maßnahmen und von den Schlussfolgerungen schon die ganze Zeit die Rede. Ich würde noch mal vielleicht zurückfragen, also die Analyse, wenn es okay ist. Zum einen war es früher wirklich besser. Also es gab ja einen Kanzler, der mit Bimbis regiert hat und mit Unternehmen, die Landschaftspflege betrieben haben. Ja, das war ja gängige Praxis. Also hat sich das grundsätzlich von dem unterschieden, was wir jetzt haben, vielleicht so als Überlegung. Aber noch grundsätzlicher bei der SPD. Sie hatten ja eingangs, aber bei der Vorstellung wurden ja die Bildungsreformen Anfang der 70er Jahre erwähnt. Das ist auch wahrscheinlich für Sie eine Binsenweisheit, für die anderen auch. Die SPD ist natürlich Opfer ihres eigenen Erfolges zum Teil. Ja. Durch die Akademisierung hat man eben auch dazu beigetragen, dass das klassische Arbeitermilieu weg ist oder so nicht mehr existiert, aber auch im Ruhrgebiet wahrscheinlich nicht mehr anschlussfähig ist, so wie es früher war. Und von daher ist das vielleicht auch eine Analyse mit einzubeziehen. Und letzter Punkt, es gab ja eine historische Phase in der Bundesrepublik, so bis, glaube ich, Mitte der 70er Jahre, wo sich die soziale Schere geschlossen hat. Waren das Folgen des Krieges, ja? Waren das sozusagen die Kriegskonjunktur, die eine breitere wirtschaftliche Verteilung notwendig gemacht hat, damit man Wiederaufbau schafft, oder war das etwas, was so durchaus systemmöglich ist, also für das, was Sie als feudale Marktwirtschaft beschreiben, die dann vermutlich eben auch als soziale Marktwirtschaft entwickelt wird, aber immerhin in der Lage ist, diese soziale Schere zu schließen in diesem historischen Zeitpunkt. Wäre das wieder denkbar oder würden Sie sagen, das ist systemisch sozusagen ausgeschlossen? Zweite Reihe. Sagen Sie, ich habe noch eine Frage zu diesen Parteispenden. Sie haben das angesprochen. Wir haben eine Parteiendemokratie, mein Begriff für diese bürgerliche Demokratie. Die Parteien sollen am öffentlichen politischen Leben teilnehmen, sollen das bestimmen und so weiter. Durch die Spenden bekommen
aus den Linken, Sie haben es genannt, die im Bundestag sitzen, alle anderen Millionenspenden von der Wirtschaft, überwiegend von der Wirtschaft. Damit sind Sie korrumpiert. Und damit sind Sie in der Lage, aber auch andere zu korrumpieren. Ich denke an die Medien. Das ist ein Kreislauf, den, ich sag mal, wo ich keine Möglichkeit sehe, den irgendwo zu durchbrechen. Haben Sie irgendwie, wie schätzen Sie das ein? Gibt es überhaupt eine Chance, diese Parteienspenden irgendwie nicht zu begrenzen? Das ist alles Kokolores, abzuschaffen. Müssen einfach abgeschafft werden. Parteien können von mir aus vom Staat Gelder bekommen, damit sie entsprechend Mitgliederzahl und so weiter und so fort. Aber Spenden aus irgendwelchen dubiosen Ecken, das ist das Schlimmste, was es gibt, meines Erachtens. Und in der dritten Reihe war, war Frau Rutsch, dann nehme ich jetzt erstmal der hinten, der ja mit der wunderbaren roten Krawatte. Wir sind so viele. Ne? Ja, ich weiß. Wo sitzt denn einer außen? Okay. Ja. Hallo, Marco Bussig. Kurze Frage, du hast ja vorhin das Thema angesprochen mit dem Mindestwahlalter, dass das abgesenkt werden sollte. Das finde ich per se eine sehr gute Idee. 14, mal spätestens 16 wäre für ein Alter, was man definitiv vertreten kann. Aber ich glaube, wir müssen auch im Gegenzug dazu auch über ein Höchstwahlalter reden. Was denkst du dazu? So, und jetzt zum Schluss der Herr, der sich nochmal in der dritten Reihe gemeldet hat. Mike hier in der Mitte. Genau. Aber nicht falsch. Eine Frage, wenn Sie sagten, letzten Endes ist es Veränderung der Basis, nicht, wenn man so macht, ist die Basis, die gesamte Bevölkerung, die einbezogen wird, eine Demokratie, nicht, und jetzt kommt die Revolutionstheorie, nicht, die Basis verändert, wäre eine Kippe überhaupt. Also es ist eine neue Variante einer Revolutionstheorie. Das führt wahrscheinlich zu einer neuen Abenddiskussion. Ne? Ich habe auch immer lange gedacht, erst habe ich gedacht, irgendwie man verändert in der SPD das von oben und das war mir irgendwann klar, dass das nicht funktioniert und dann habe ich immer noch gehofft, die Basis erhebt sich irgendwann und spült sozusagen die Spitze weg und macht das anders, aber das war irgendwann klar, dass das auch nicht passiert. Also ich wusste, ich werde immer wieder gewählt in Dortmund und ich stelle mich immer wieder auf, aber die werden sich selber nicht erheben, um auch die anderen irgendwie wegzubringen. Das funktioniert einfach leider nicht. Da ist eine Menge Kraft für notwendig. Ja, soll ich auf die... Okay, ich fange mal mit dem Wahlalter an. Ich kenne natürlich die Forderung. Ich habe dann ja darauf mal erwidert, dass ich bin für Leihstimmen. Ich bin dafür, dass Großväter, Großmütter dann sagen, meine Enkelin oder so, übertrag die Stimme auf meine Enkelin. Das fände ich ganz cool. Dann wäre das eine Art Höchstgrenze, kann man sagen. Aber es stimmt natürlich, dahinter steckt ja die Absurdität, dass wie eigentlich sozusagen bestimmte Altersgruppen unglaubliche Wahlmacht ausüben und andere gar nicht. Und die Jüngeren, die aber am meisten mit der Politik leben müssen, die jetzt gemacht wird, meistens noch gar nicht wählen können. Ne? Und das ist natürlich ein großes Problem. Es gibt, empfehlen würde ich, habe ich auch benannt, Rehbruck, das ist ein belgischer Soziologe und Politikwissenschaftler und der hat ein Buch geschrieben, Gegen Wahlen. Das hört sich jetzt natürlich sehr provokativ an und ist auch so gemeint. Am Ende ist er gar nicht gegen Wahlen, aber gegen diese Art der Wahlen und ein bisschen habe ich davon ja auch erzählt. Und der ist auch so ein bisschen auf der Suche nach einer gerechten Wahl. Und davon finde man muss zumindest erstmal alle Vorschläge irgendwie sich dazu anhören. Bin ich ein bisschen, jetzt muss ich jetzt kurz gucken. Mit dem System und mit dem, ob das veränderbar ist und ob es nochmal so geht. Also ich glaube schon, dass nach dem Krieg das eine Sondersituation war. Und dass sich das jetzt nicht vergleichen lässt mit der Situation, die wir jetzt gerade haben oder sich das übertragen lässt. Aber natürlich sind da andere Maßstäbe gefahren. Ich meine, weiß man ja selbst, die CDU hat ja die Verstaatlichung von Schlüsselindustrie gefordert, ne, in den
noch, glaube ich, noch Anfang der 50er sogar. Ne? Ich glaube noch nicht mehr nur Ende der 40er. Also das war natürlich eine andere Nummer. Es ist auch mal so geil, wenn einige so Ludwig Erhard zitieren, auch von dieser Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Der hat ein paar Sachen gesagt, wenn man das heute nimmt. Also in der CDU wäre das ein Linksradikaler heute, ne? Das, um das mal so zu bezeichnen. Ne? Das ist, ohne den da in Schutz nehmen zu wollen. Also das ist schwierig, das zu übertragen. Aber ich will noch mal eine Zeit weitergehen. Genau diese Bildungsreform, die dazu geführt hat, dass zum Beispiel ich studieren konnte und die im Ruhrgebiet Universitäten gebaut hat und in anderen Bereichen auch, die hat natürlich schon was in Gang gesetzt. Ich habe ja beim Wert, vielleicht hat das jemand mitgekriegt, hat gesagt, die erpressten sozialen Zugeständnisse. Also einmal haben das natürlich, ich denke, dass auch die SPD so ein bisschen einen Anteil hatte, Gewerkschaften, Bewegungen, aber eigentlich war das auch möglich, weil es das andere System gab. Und das ist auch immer eine These von mir, dass 89 die Masken komplett gefallen sind, im westlichen System, weil man jetzt keine Konkurrenz, kein Gegenüber mehr hatte und jetzt sozusagen richtig marschieren konnte und eigentlich das machen konnte, was man eigentlich schon die ganze Zeit wollte. Und das alles, was dann Bretton Woods und alles, was dann passiert ist mit Reagan und Thatcher und so weiter, ne, das hat dann sozusagen das richtig entfesselt und hat dann keine Rücksichten mehr, also Ende der Geschichte und was alles irgendwie gepredigt wurde. Nur hat man übersehen, dass das dann irgendwie so irgendwann dann ohne Bevölkerung auch schwierig wird und dann auch mit der Demokratie schwierig wird. Das heißt, eine Zeit gab es eben, sind wir wieder bei diesem Thema Demokratie, gab es vielleicht auch sowas wie ein Zweckbündnis, was zumindest der Kapitalismus führen wollte, weil man damit sozusagen dann klar kam in der Welt und sich auch weiter irgendwie fortentwickeln konnte, in Anführungsstrichen fortentwickeln konnte. Und das war irgendwann nicht mehr nötig. Und deswegen sozusagen dehnt man jetzt eben Demokratie komplett. Aber dass das natürlich zu seinem Ende führt, und zwar aus doppeltem Sinne, weil natürlich irgendwann Ungleichheit einem doch um die Ohren fliegt und natürlich, weil auch die Ausbeutung der Natur und das alles nicht auf Dauer funktionieren kann, das heißt, das immer komplizierter wird, steht dann auch noch auf einem anderen Blatt. Das heißt, ich glaube schon, dass man es sozialer machen kann. Das glaube ich wirklich. Das würde immer noch gehen. Aber bei der Entfesselung, vor allen Dingen auch in diesem Finanzmarkt, haben wir die Situation, dass immer weniger ein Gegenwert geschaffen wird, sondern immer mehr durch Spekulation eigentlich entsteht. Das heißt, das Handeln an der Börse muss man sich angucken. Das hat ja nichts mit Realitäten zu tun. Das hat ja nur was mit Erwartungen oder Hoffnungen und auch ganz viel mit Medienkampagnen zu tun. Ne? Also wenn die Medien das irgendwie hochschreiben, ein Unternehmen oder bestimmte Sachen, dann steigt da automatisch, steigen die Aktien. Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, das ist alles völlig egal. Und je spekulativer das alles wird, desto weniger ist das natürlich kontrollierbar. Trotzdem könnten natürlich Staaten eingreifen und es anders gestalten. Aber das tun sie natürlich immer weniger. Und da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz, weil die Akteure mit viel Macht und Einfluss und Geld völlig ohne Staaten klarkommen und sozusagen das mitbestimmen. Ich meine, wenn ein einzelner Akteur sich sowas wie Twitter kaufen kann und damit natürlich auch eine Macht kaufen kann und überhaupt keine Begrenzung mehr stattfindet, naja, dann weißt du natürlich, was läuft. Und das wurde dann ja auch gesagt, natürlich sind die Medien da auch mit am Bord. Nicht alle, aber natürlich teilweise relevante Medien, sogar die Öffentlich-Rechtlichen. Also man muss sich das System ja mal angucken, der Öffentlich-Rechtliche. Ich bin jetzt keiner, der sagt, wir müssen das abschaffen, aber die Talkshows beispielsweise, da haben die gar keinen Zugriff drauf, die Öffentlich-Rechtlichen. Die hätten dann einen, aber die haben da nicht drauf, sondern das sind ja Leute, die da sitzen, da denken wir mal an die Anne Will und so, das sind Mitarbeiter der Öffentlich-Rechtlichen. Nein! Das sind Selbstständige, die irgendeine Agentur, Gesellschaft haben und die dann sich eingekauft werden vom ZDF oder ARD, damit sie diese Sendung machen, aber alles alleine bestimmen. Alles alleine bestimmen. Die bestimmen, wen sie einladen, das Programm und so weiter. Das heißt, die haben sozusagen, da hat ARD dann gar keinen Zugriff mehr drauf und ZDF, weil sie den sozusagen abgegeben haben. Und dann ist natürlich klar, wie das entsteht.
Auch dann nenne ich mal ein Beispiel. Jetzt einer, der jetzt keine Talkshow mehr macht, aber als ich in Berlin war, war einer von diesen Talk, der genau so eine Gesellschaft besessen hat und hat die gemacht. Den habe ich mal gesehen bei einem Abend von einem großen Energieversorgungsunternehmen. Da hat er sozusagen diesen parlamentarischen Abend und unseren Jahrestag da moderiert. Ich habe hinterher gehört, dass er dafür 20.000, 30.000 gekriegt hat für eine Stunde, anderthalb Stunden Arbeit. Der muss sich ja nicht groß vorbereiten für sowas. Das hat er verdient, sozusagen in einem kurzen Abschnitt. Und ich schätze mal, da sind noch andere Gelder geflossen. 3 Wochen später hatte er den Chef dieses Energieversorgungsunternehmen bei sich sitzen. Naja, was hat der wohl für Fragen gestellt? Ne? Und was für Fragen stellt Lanz dann wohl jemanden, der irgendwie bei der Klimabewegung ist? Ne? Das ist doch, ich meine, diese Belehrung dann von Oberlehrer Lanz auf der anderen Seite, aber die Leute, die er einlädt, die ihm genehm sind, ne, wo er wahrscheinlich irgendwie auch gesponsert wird, steht auf einem ganz anderen Blatt. Natürlich ist das System da genauso wie in der Politik. Und das macht es ja so perfide. Und deswegen werden ja natürlich die Hauptstadtjournalisten wissen, wie das läuft. Aber entweder sind sie selber schon mit im Boot oder sie wollen mit ins Boot. Ne, oder sie haben Angst, weil sie sonst natürlich ihren Job verlieren. Weil ich kann davon sprechen, dass es zwar einige Journalisten gibt, die richtig, richtig gut Geld verdienen, aber auch das wird ein immer prekäreres Geschäft. Ich bin selbst Journalist und ich kenne genug, die von der Hand in den Mund leben, ne, sozusagen, die sozusagen dann bei den anderen Medien arbeiten oder frei arbeiten und nach Zeile bezahlt werden oder nach Wörtern bezahlt werden und die teilweise nicht mehr, ne, als 800 oder 1000 Euro im Monat verdienen. Und das sind gescheite Leute und die haben viel gelernt und so weiter. Aber weil sie sich eben nicht verkaufen, wird es richtig schwierig. Ne? Das heißt, das ist auch alles ein Haifischbecken und da sozusagen geben sich alle die Hand. Deswegen spreche ich von dieser Glocke in Berlin. Ne? Das sind Lobbyisten, das sind Politiker, das sind Medienleute. Aber die da sitzen und die diese Position haben, die kommen alle aus einem bestimmten Klientel und das wollen die nicht aufgeben. Natürlich nicht. Und deswegen tun die sich auch nichts. Ne? Im Gegenteil. Ne? Deswegen ist Amthor, da mag man drüber lachen, aber Amthor ist nochmal eine Nummer drüber, aber ist ein typischer Vertreter. Ne? Und das ist cool. Ne? Und den hypt man als Medienmacher. Ne? Und da ist es egal. Und das ist so eine Jugendsünde, dass er da mal irgendwie was angenommen hat und ein paar Aktienoptionen und so weiter. Nee, im Gegenteil, das ist eigentlich sogar cool, weil jetzt sozusagen lernt er dazu und macht es dann richtig so, dass die Leute es nicht mehr mitkriegen. Ne? Weil das ist ein einziger Fehler gewesen. Ja, wir sind durch. Punktlandung, 21 Uhr. Prima, 90 Minuten geschafft. Herr Hattenhorst ist froh, dass wir die 90 Minuten einhalten. Ja, nee, ist kleiner. Aber war ja Ziel, auch die Aufmerksamkeit nimmt ja nach anderthalb Stunden immer ab und ja. Und die MVB, ja, also der öffentliche Nahverkehr in der Stadt, das Thema für abendfüllende Diskussionen, genau. Ja, vielen Dank Marco Bülow, dass du da warst, vielen Dank für die spannenden, also A, dass du deine Thesen mit uns geteilt hast. Vielen Dank für die spannende Diskussion, die sowohl von dir kam, aber auch hier von Ihnen aus dem Publikum, auch die Beiträge. Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Nachhauseweg. Vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung hier in der Stadtbibliothek wieder. Das Programm gibt es im Internet, liegt auch hier beim Büchertisch. Der Büchertisch ist noch ein Thema, da gibt es noch Bücher zu kaufen, jede Menge. Also es reicht nicht für jeden, wenn jetzt jeder eins kaufen möchte, aber für eine doch größere Anzahl von Personen würden die Bücher reichen. Und Marco, du bleibst heute noch im Hotel und fährst morgen weiter. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht in Magdeburg und morgen eine gute Weiterreise. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, für das Interesse, für die Moderation und dann auch nochmal Werbung, wer was tun will. Es gibt nicht nur ein Buch, es gibt eine Initiative dazu, einen Podcast. Also ich bleibe an diesem Thema dran und da kann man auf jeden Fall auch
mitmachen. So ist das nicht. Und übrigens, ich verdiene an diesem Buch nichts. Also auch das muss man bezüglich Transparenz und Lobbyismus sagen. Das, was ich sozusagen verdiene, das ist, geht in die Initiative, falls der Verlag das irgendwann mal bezahlt. Vielen Dank.